Team auf den... Was ist das? Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf eurem absoluten Lieblingskanal für 360 Gramm Docutainment, wie wir sagen. Wir geben uns heute mit unserer fantastischen Gästin unter mir sitzend, hallo Alexa, geben wir uns heute eine HD-Doku. Warte mal, das muss ich anders sagen. Ja, wenn man schon HD-Doku schreibt, dann muss das auch richtig rüberkommen. Eine HD-Doku. So, okay. Da hat der Heil. Ich habe gerade gemerkt, dass der Heil gefehlt hat. Warte. HD-Doku. So sollte das eigentlich der war klingen. Gut. so sollte ja, das eigentlich sein. Heute geht es um das Thema High Definition. So sind ist es. Eigentlich 1080p. Nein, Quatsch. Wir gucken ein Video über die größte Therme der Welt. 140.000 Quadratmeter Wellness. Das entspricht übrigens 20 Fußballfeldern. Just saying. Wow. Das ist ja quasi anderthalb Mal die Fläche des Saarlands. Ja, ungefähr. Wir sehen es hier auch schon kurz im Überblick. Ja, da ist einiges los. Und das ist wohl, also mir wurde das empfohlen, das ist wohl ganz abwechslungsreich, weil man da so ziemlich in alle Berufe reinschaut. Also man folgt jetzt nicht nur einem Schwimmmeister oder so, sondern wir kriegen so alle Punkte mal zu sehen. Und ich bin gespannt, was da so hinter den Kulissen von so einer Riesentherme eigentlich abläuft. Die auch eine Megapumpe haben? Die haben definitiv eine Megapumpe. Und es gibt auch Bikinis, also es muss gut sein. Hey, dann mal rein da. Die größte Therme der Welt steht im bayerischen Erding. Warte, ich muss nochmal in Erding steht die, ja? Okay, krass. Dann mal rein in das Thermalbad. Oh! Jetzt. Wow. 50 okay, Kilometer gut. Nordöstlich von München ist seit der Jahrtausendwende eine gigantische Landschaft entstanden. Mit Hotel, Wasserrutschen. Alter, das ist ja das Equipment für die epischste und größte Poolnudelschlacht der Welt. Ich sag dir, ich bin übrigens mal in so einer Rutsche, bin ich mal ziemlich übel verunglückt auf so einem Gummireifen. Hat's mich so, da war da so eine Bodenwelle, hat's mich so von dem Gummireifen runtergeholt, da war da so ein Zwischenraum, wo man so Zwischenstation machen sollte, wo die Leute normalerweise so langsam reingefahren kommen und dann so auf dem Wasser floaten und dann die nächste Röhre runter und ich bin da halt, glaube ich, mit 40 km/h in den Raum reingeflogen, gegen die Wand gegenüberliegend und alle Leute, die in diesem Raum waren, haben so Augen aufgerissen und dachten so, Digga, wie ist er denn gerutscht? Ich wär wirklich Superman-mäßig da gegen die Wand geklatscht. Richtig, richtig übel, ey. Irgendeine Frau hat nur geschrien, das Kind ist tot. Ja, und weil gerade bei uns im Live-Chat gefragt wird, ja, das war ein Blub. Woher weißt du das? Exzellent. Das ist ja witzig. Er war dabei. Ja, keine Ahnung, das Blub existiert ja nicht mehr, musste ja zumachen. War übel. Anlage und Wellness-Oasen. Das ist so dekadent. Ehrlich. Ein künstliches Paradies für alle Bedürfnisse der Freizeitgesellschaft. Zwischen Rummel und Ruhe, Klangmeditation und Handtuchschlacht, die Sauna als... ihr denkt, das war Wellness? Nee, da werden die ertrunken sind, hingebracht. Die werden erst am nächsten... Rutschenopfer. Einfach das abgeladen. Das ist so ein Sohlbecken für die Rutschenopfer, damit die gut gelagert werden. Das ist bei so einer großen Therme, die werden halt nur einmal am Tag entsorgt. Da kommt so ein Abholservice. Digga, was ist das denn? Handtuchschlacht. Ey, ist halt, das Coole ist ja, ich liebe das ja an der Sauna, wenn da der Saunameister kommt, Aufguss macht, dann wedeln die ja mit dem Handtuch, weil das ja die Luftfeuchtigkeit verteilt und nochmal wärmer wird. Aber das war ja Handtuch-Dance, Alter. Was geht denn da ab? War eine ganze Show. Ja, wirklich, wie krass. Irgendwie Nebensache. Das findet immer mehr beliebt. Vor allem so verkleidet als Gladiator, was Millionen zur Hölle. Gäste pro Jahr und die hinterlassen Spuren. Einige tauchen in den tiefen der Wasserfilterung wieder auf. Was? Der Megafilter. Schmuck natürlich. Ein Team aus Aufsicht und Technikern sorgt dafür, dass der Betrieb in der Megatherme reibungslos läuft. Da ist sie. Glasfaser-Element unter der Haut fühlt sie mir sicher nicht gut an, ne? Krass. Ein Glasfaser-Element und er sprach von der Kachel, die er in der Hand hatte. Die so raussteht. Die haben sich manche Leute schon so... unterm Schulterblatt wieder vorgezogen. Die waren dann nicht so begeistert. Die haben dann ein Jahr Eintritt hier gekriegt. Das können wir uns nicht auf Dauer leisten. Gestern noch in Final Destination, heute schon in der Therme. Ja. Ey, wir hatten damals bei uns in so einem Spaßbad auch am Ende von so einer Rutsche, gab es so ein Blech mit so Löchern, wo das Wasser so abfließen sollte. Nee, was du meinst, ist eine Reibe.
Genau das war das nämlich gewesen. Das war am Ende nicht mehr das Wasser fließt da ab, sondern mit der Zeit ist das wirklich eine Reibe gewesen. Du bist da rüber und du hast dir wirklich Stücke von deiner Haut darunter gehobelt. Oh, das ist übel gewesen. Unangenehm. Richtig heftig. Wir haben das auch immer als Reibe bezeichnet, witzigerweise. Die Reiberutsche. Ja, mega krass. Erding bei München, 8 Uhr morgens. Die Mucke. Noch ist es ruhig auf dem. Boah, kennt ihr noch so diese üblen Urban Legends, die man dann so erzählt hat von irgendwelchen so Spaßbädern und so, dass Leute dann bei den Rutschen unten so Rasierklingen in die Fugen stecken? Nein! Was? Nee. Das hat man bei uns immer rumerzählt. Oh, was? Oh, ist ja übel. Am Orankesee in dem Freibad hat man immer rumerzählt, ja, da müsst ihr aufpassen, letztens ist wieder eine gerutscht und die ist komplett der Arsch aufgeschlitzt, weil die Leute unten Rasierklingen in die Fugen von der Rutsche gepackt haben. So. Was? Alter. Ja, so eine Story gab es bei uns immer. Jeden Sommer wurde die erzählt. Jeden Sommer dieselbe Story. Dem Gelände, da ist wie 20 Fußballfelder. Kurz vor dem Besucheransturm gleicht die weltgrößte Therme einem unberührten Paradies. Warte mal, Olli. Hast du das auswendig gelernt mit den 20 Fußballfeldern, weil er es genau gerade gesagt hat? Nee, pass auf, als ich vorhin das Video hier in unsere Gruppe gepostet habe, stand das in der Videobeschreibung. Ja. Im ersten Satz stand das drin. Was ich richtig geil finde, ich habe das selber mal in einer Hotelanlage gehabt, ist der Umstand, dass sie eine Bar im Pool haben. Das ist richtig geil. Ihr glaubt nicht, wie geil das ist. Das ist mega. Eine künstliche Urlaubswelt unter Glasdächern. Im Sommer werden sie geöffnet. Der gesamte Komplex besteht aus einem textilfreien Bereich mit 25 Saunen, einem Thermenbereich für bekleidete Bars. Textilfrei heißt legit FKK, oder? Saunabereich halt, ja. Sauna, ja. In der Sauna darf man ja eigentlich auch keine Badekleidung tragen. Nicht, also textilfrei heißt für mich frei von Textil. Ja. Leute schlängen sich ja trotzdem Hand rum. Ich hoffe halt nicht, dass wir jetzt irgendwelche nackigen Menschen sehen. Okay. Ich hoffe sehr. Das ist es wert, Olli. Vital-Oase. Der Rutschenlandschaft Galaxy mit 26 Wasserrutschen. Digga, die haben nicht nur 25 Saunen, die haben 26 Rutschen? Ich muss da hin. Mehr als Saunen, Alter. Ich muss da hin. Ich liebe Rutschen. Und einem Wellenbad mit Strömungskanal. Geil. Seit Tagesanbruch bereitet sich das Team auf den... Was ist das? Der Pimmelsauger. Was ist denn das, Alter? Und einem Wellenbad mit Strömungskanal. Guck mir an, den alten Pimmelsauger. Was ist denn das? Was ist das? Das ist der Strömungskanal, ja? Okay, gut. Seit Tagesanbruch bereitet sich das Team auf den Besucheransturm vor. Es sind Schulferien. An solchen Tagen können bis zu 10.000 Besucher den riesigen Komplex mit seinen Becken, Saunen und Rutschen in Beschlag nehmen. Digga, was zur Hölle ist? Das ist ja riesig. Insgesamt 750 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Oha. Wow. Einer von ihnen ist Matthias Köppen. Aufgabe des Haustechnikers ist es, alle Funktionen zu überwachen und kleinere Schäden sofort zu reparieren. Ich bin sofort bei TTT, wenn ich die Kabinen sehe. Ja, sowas von. Ich habe eine Störmeldung bekommen. Da ist in dem Herrenbereich hier eine Dusche defekt. Und der Taster ist wahrscheinlich. Ja, Dusche defekt, da ist der Traitor genau drin. Ist es, damit ich die reparieren kann. Wow, hat der haarige In diesem Arme. Bereich gibt es 25 Duschen. Welche davon defekt sein soll, weiß Matthias Köppen nicht. Da hilft nur ausprobieren. Oh nein, jetzt muss er bei 1000 Duschen den Knopf drücken. Einmal kurz joggen gegangen. Der Techniker muss den Taster austauschen. Einen Sensor, der bei Berührung das Wasser laufen lässt. Viele Gäste. Wäre unangenehm, wenn da jetzt aus Versehen Wackelkontakt drauf ist und er bewegt das Kabel und kriegt halt die Dusche jetzt voll ab, ne? Wäre lustig. Ich würde lachen. Wir nutzen die Duschen schon mal als Ersatzteillager für das eigene Bad. Es werden auch viele Sachen mitgenommen, Duschköpfe beispielsweise. Was? Wer geht denn in den fucking... Wer nimmt denn Duschköpfe? Hä? Digga, das ist ja alles wild. Wer klaut denn in der Therme einen Duschkopf, weil er sich denkt, oh, ich brauche zu Hause einen neuen. Echt jetzt? Das ist ja anders wild. Das ist schon echt heftig. Am besten auch noch die Toilettendeckel dann direkt mitnehmen. Ja, geil. Oh, der hat eine Absenkautomatik. Wunderschön. Ab damit in die Strandtasche. Sind schöne Mitbringsel von hier und Handbrausen werden auch laufend mitgenommen. Ja. Deshalb hat Matthias Köppen auch sämtliche Ersatzteile immer auf Lager.
Die Reparatur, reine Routine. Ah, gut, passt wieder. Da kommt auch ein Druck raus, wa? Rechtzeitig vor der Eröffnung. 9 Uhr, die Gäste kommen. Zur Therme Erding gehört auch ein Hotel. Es grenzt ans Wellenbad. Familie Bungert ist extra aus Bonn angereist, um hier 2 Ferientage zu verbringen. Jeder Gast bekommt so einen Chip in Form einer Armbanduhr. Er ist Türöffner und Kreditkarte zugleich, denn gezahlt wird erst beim Checkout. Das ist so eine clevere Sache mit diesen Chip-Armbändern, weil du völlig die Übersicht verlierst, was du an Geld ausgegeben hast. Das ist so krass. Das machen ja alle im Grunde genau deswegen. Die meisten Zimmer sind im maritimen Stil gehalten. Also ich meine, die Betten sind cool. Sieht aus wie auf dem Schiff. Bisschen der Wellengang fehlt, aber nee, ich finde es toll. War sie schon mal auf einem Schiff? Die Wellen sind zumindest in Sichtweite. Familie Bungert war noch nie in der Therme. Wenn ich eine Sache kurz sagen kann, das sieht nicht aus wie auf einem Schiff. Aber also es ist Holz. Ich weiß ja nicht, auf was für einem Schiff. Sie so, ja, wahrscheinlich hat sie so eine Privatgaleere. Möglich. Eine Etage unter ihr ist sie dann immer genervt, wenn es nachts dann das Trommelschlagen kommt, weil die Leute nicht aufhören dürfen zu rudern, Alter. Wow. Schön. Oh gut. Und möchte sich hier vom Alltagsstress erholen. Für ihre Admiralitätskajüte zahlt sie 365 Euro pro Nacht. Digga, was ist das für ein Waschbecken? Frühstück und einem Tag Thermeneintritt. Ja, Ruhe hat man schon. Ich meine, man kann ja die Trennwände runter machen. Und dann hört man den Papa nicht schnarchen nachts. Das ist geil, glaube ich, keine Trennwand. Oh lol, was? Hilft auf jeden Fall. Oh lol, okay, alles klar, ich habe die Trennwand unterschätzt. Ich auch. Ja, stimmt, okay, die ist gut. Digga, das ist schon ganz gut. Wow. The fuck? Das ist ja anders krass. Sowas habe ich legit in meinem Leben noch nicht gesehen. Nee, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich dachte, es wäre halt so eine normale Trennwand. Ja. Das ist ein Garagenrolltor mit Holzelementen, krass. Ja, das ist krass. Kindern, die für uns aber auch. Das Hotel Victory hat 228 Zimmer und Kabinen. Es ist dem Segelschiff des legendären britischen Admirals Nelson nachempfunden und fast immer ausgebucht. Die 4 wollen nun was die Therme erkunden. Für normale Gäste kostet die Tageskarte 31 Euro. Wer auch die Sauna nutzen will, muss noch 12 Euro drauflegen. Das ist Standardpreis. Das ist echt gar nicht so teuer. Nee, wenn du ins Tropical Islands gehst, ich glaube, das kostet ähnlich. Ich glaube, da zahlst du auch so um die 40, 50 Euro, wenn du so mit Sauna zusammen alles haben willst. Irgendwie ich glaube, wenn ich hier in die Therme gehe, zahle ich um die 20 Euro oder so, wenn ich einfach nur in so eine Sauna-Therme gehen will. Ist Tropical Islands nicht immer der Kritikpunkt gewesen, dass das unbezahlbar teuer ist? Waren das nicht irgendwie mal 84 Euro pro Person oder so ein Scheiß? Nee, so teuer ist das Tropical Islands nicht. Aber also es kann sein, dass sie teurer geworden sind, das weiß ich nicht. Ich bin früher viel öfter da gewesen als mittlerweile. Okay, krass. Ich war, glaube ich, 2 in meinem Leben im Tropical Islands. Das Essen und die Getränke drin sind halt sehr teuer. Das ist richtig. Ja, du hast recht. 47 Euro. Kompletti, ne? Ja. So in dem Dreh das geht eigentlich auch. Ja. Also 49 Euro an Feiertagen. Was teuer ist, ist, wenn du dann drin Hotel buchst. Also ich habe drin, die haben ja auch diese Lodges. Das sind ja so diese einzelnen Hütten, die dann auch in der Halle drin sind. Die auch so richtig luxuriöse Hotelzimmer oder direkt am Wasserfall und so. Und so ne? Genau, und diese Hütten, die du halt in der Halle hast, die sind schon pricey. Also da zahlst du auch gerne mal irgendwie so 300 Euro die Nacht und so. Ja, krass. Aber habe ich schon mal gemacht. War geil. Also kann ich empfehlen. Ist wirklich bei der Luftfeuchtigkeit und die Umgebungsgeräusche und so. Ich finde das ja total schön. Ich mag das total gerne. Alright. Es sind Schulferien. Und schon 15 Minuten nach Öffnung ist die Auswahl an freien Plätzen knapp. Ja, Schulferien ist immer richtig übel. Ja, so übel. Schulferien hätte ich da auch keine Lust. Um sich als Basislager noch so eine Ruhemuschel zu sichern, müssen die 4 schnell zugreifen. Ruhemuschel. Okay. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ja, das war legit so, Kinder. Kinder weg. Verpisst und euch. Die Eltern wollen sich erstmal ausruhen. Da können die Wellen ruhig noch warten. Ach, ich will nur schlafen. Aber das Wellenbad sah ganz nice aus. Jetzt könnte es auch in der Südsee sein. Hallo? Aber das ist genau das. Einfach abschalten. Alles cool. Ist da eine Poolnudel? Die Eltern sind geparkt. Keine Ahnung. Da können Jesse und Joanna nun die hatten auf jeden Fall alle eine. Und zwar in Galaxy,
der Wasserrutschenanlage der Therme Erding. Alter, die hatten alle drei. Insgesamt 26 Rutschen in verschiedenen Schwierigkeitskategorien stehen zur Auswahl. Damit ist das Galaxy Europas größte Rutschenlandschaft. Das ist auf jeden Fall pre-Covid, ne? Also ja, ja, klar. Ja, stimmt. Ich finde das immer wieder so krass, wie... Im Wasser... Ja, Entschuldigung. Ja, wie wild das aussieht, einfach bildlich. Man ist das ja gar nicht mehr gewohnt, ne? Ja. Ey, im Wasser kann man ja Leute super easy Huckepack nehmen. Das hat ja einen großen Vorteil. Alter, 4 Poolnudeln und ein Kumpel und du bist General Grievous. Ey, wir haben mit meinem Vater haben wir früher mal einen Dreiatom gebaut. Ja, du tauchst jemanden, nimmst ihn auf die Schulter und dann kommt noch ein Dritter und dann hast du 3 gegen 3. Ja. Kannst du coolen Scheiß machen. Ja. Nur der unterste muss ein bisschen kräftigere Beine haben irgendwann. Ein bisschen. Ja. Ja, im Wasser geht's sogar. Das Im Wasser geht's, ja. Der schwierigste Job beim Dreierturm, fand ich immer, war dann in der Mitte. Die Balance halten, das ist das Schwierige, ja, absolut. Also, da brauchst du eine gute Core-Strength. Griechmann sagt, das ist dann der Mega-Dombrowski. Genauso wie so ein Mega-Sort. Der Sort. Familie Dombrowski, vereinigt euch. Mit so einem geilen Power Rangers Einspieler. Die Mutter so. Steht, als die, deine Mom steht am Strand. So, hau den an! Hau den an! Rekordverdächtig sind auch die Wartezeiten, vor allem wie jetzt in den Schulferien. In Stoßzeiten muss man schon mal bis cool High hochhalten zu spielen, Alter. Dombrowski Assemble. Hört sich bestimmt lohnen. Geil. Unter Jugendlichen ist die Wasserrutschenanlage der wahre Grund, hierher zu kommen. Viele nehmen nur deshalb den Weg nach Erding auf sich, um sich in den Rekordrutschen. Kannst du dir auch den Fuß brechen. Was war das gerade? Mit so einer Geschwindigkeit dagegen knallen. Aber was war das? Kommst du in der Mitte an? Der Tunnelnippel. Ja, was ist das? Du musst halt den richtigen Eingang dann finden. Und dieser komische Fropf in der Mitte verschluckt sie jetzt, ne? Deshalb den Weg nach Erding auf sich, um sich die Rekordrutschen hinunterstürzen zu dürfen. Das ist schon witzig. Sehr cool, macht viel Spaß. Komm, wir kommen, mach mir noch mal ein. Eines der Highlights im Rutschenparadies darf man nur auf einem Reifen befahren. Vorausgesetzt, man findet noch einen. Das ist es halt. Ich finde so Millionen Menschen irgendwie. Überall anstehen. Wir haben übrigens offensichtlich ein paar Leute aus der Umgebung bei uns gerade im Live-Chat. Man kennt sie tatsächlich. Eine schreibt, das ist der sogenannte Nutcracker. Ganz viele bezeichnen die Therme als die Sperme Edding. Erding schreiben gerade ganz, ganz viel. Die Sperme statt Therme. Keine Ahnung, ob die da so einen Ruf weg hat. Ihr könnt gerne mal im Chat schreiben, wenn das ist. Haben doch aber viele so eine Spaßbäder. Es gibt keinen Spaßbad, der nicht so einen Ruf hat. Ja, also. Aber guck mal, ganz, ganz viele schreiben gerade so, hier. Krass. Ach, wegen der Lustgrotte? Lustgrotte. Ach so, ich verstehe. Ah. Ja, die Lustgrotte. Die Mitarbeiter der Da ist die Konsistenz vom Wasser auch ganz anders. das Flo, das dann eher so Aloe Vera Drink, ne? Der Widerstand beim Schwimmen wird ein ganz anderer. Aloe Vera, ey, mach mich fertig. Geil, Gott. Oh, Bilder in meinem Kopf. Sie müssen in diesem Getümmel den Überblick behalten und bei Bedarf schnell angreifen. Wer hier nicht aufpasst, kann sich beim Rutschen schon mal wehtun. Baywatch-Team? Ja. Schnittverletzungen oder Abschnittungen eigentlich hauptsächlich durch die Kids, die ein bisschen wilder unterwegs sind. Guck mal bitte im Hintergrund, ich würde ums Verrecken in so eine Anlage nicht während der Schulferien gehen. Ums ich Verrecken auch nicht. Nicht. Nee. Auf keinen Fall. Ey, wir sieht eher nach Stress aus. Ja, wenn am wir ersten Tag, du musst am ersten Tag, wenn alle wieder in die Schule müssen, da musst du dann Genau, das ist das, was wir machen. Ja. Wir fahren, wenn wir ins Tropical Islands oder so fahren, wir machen das unter der Woche und checken vorher, dass in keinem Land Ferien sind und dann ist auch geil. Wir haben es teilweise im Tropical Islands schon gehabt, dass du die ersten 2 Stunden niemanden siehst, legit. Also das ist dann schon ganz nice. Ja. Oh. Ich weiß nicht, ich mag nicht so Schlange stehen. Nee, es ist halt das Ätzende, wenn du irgendwie in 2 Stunden dreimal rutschen kannst. Ja. Mhm. Die Rutsche Magic Eye ist mit 360 Metern die längste Röhrenrutsche der Welt. 360? Die längste der Welt? Die Fahrt dauert hier etwa 1 Minute und 10 Sekunden. Oh nein, deine Kamera.
Jetzt. Easy. Also das Spaß, das ist ein breiter Tunnel, finde ich irgendwie ganz geil, hatte ich Bock drauf. Dafür, aber dass trotz des Getümmels der Verkehr... Da bin ich noch gespannt, ob die auch eine richtig schnelle Rutsche haben. Die mag ich ja, weißt du, so rutschen die... Ich habe im Chat gelesen, sie haben eine Freefall-Rutsche. Ja, nice, genau sowas will ich. Und dann am liebsten die innen noch so schwarz lackiert sind, wo du nichts siehst. Ja, das ist halt richtig wild. Das Strandbad, in dem ich gerne früher war, hatte auch eine Freefall-Rutsche, nannte sich Sprungturm. Sprungturm? Ach so, toll. Jetzt verstehe ich. Ungehindert fließt, sorgt Robert Weyer aus der Rutschenverkehrsleitzentrale. Die Rutschenverkehrsleitzentrale. Das Geschehen immer im Blick, denn 16 Kameras überwachen das deutsche die gesamte Rutschenwelt. Wenn es sich staut, kann Robert Weyer aktiv Einfluss nehmen. Wie denn? Also das meiste, was hier passiert, Luken, die sich ist, dass hier spülen. Die Ketten gebildet werden oder dass bei der spülen. Staustufe die Leute einfach staunen, indem sie da einfach stehen bleiben. Zum Beispiel jetzt hier, mache ich jetzt die Durchsage, weil da hier welche stehen und das dürfen sie nicht. Bitte weiterrutschen, nicht stehen bleiben an der Magic Eye, weiterrutschen, vielen Dank. Und irgendwann kennst du so deine Pappenheimer in den Ferien, dann kommt nur noch mal so, ey du Aslak! Lauf weiter da! Peter, ich hab das schon tausendmal gesagt! Ja, irgend so ein deutscher Thorsten, den einfach übelst zusammen nölen. Und so sorgt man für Ordnung. Oh! Oh. Im Galaxy gibt es auch Extremrutschen mit Sprungschanze oder Geschwindigkeiten von bis zu 72 Stundenkilometern. Lol! Die schnellste Rutsche ist die Kamikaze mit einem Neigungswinkel von 60 Grad. Geil! Solche Rutschen dürfen erst ab 15 Jahren befahren werden. Willig! Alle Rutschen zusammen bringen es auf 2,5 Kilometer Gesamtlänge. Das Galaxy war bereits Schauplatz zahlreicher Wettkämpfe im Dauerrutschen. Hier wurden sogar Weltrekorde aufgestellt. Waren die mal bei von Galileo vielleicht garantiert. Da? Bestimmt. Das habe ich nämlich gesehen. Weil gerade jemand übrigens sagt, bei der Rutsche, bei der schnellen, das ist der Arschspüler. Ich kann euch da eine Geschichte zu erzählen. Wir waren damals auf Mallorca in so einem Rutschenpark gewesen mit meinen Eltern. Und ich weiß nicht mehr, wem es passiert ist. Ob es mein Vater war oder ein Bekannter. Ist schon was länger her. Aber da war es genauso. Da gab es diese ultrasteilen Rutschen und dann bist du immer so auf dieses Wasser gekommen. Und das drückte immer rein. Und es war dann wirklich so, derjenige saß im Auto und wollte ganz leicht einen fahren lassen. Und es kam halt Wasser. Das kann passieren. Oh no. Tja. Hat sich da quasi immer so ein Rutscheneinlauf verpasst, ohne es zu merken. Oh. Das geht halt. Doch auf dieser Rutsche darf vorerst niemand mehr. Denn offenbar gibt es ein technisches Problem, das Badegästen gefährlich werden kann. Die Mucke. Uiuiui. Mucke, Alter. Und auf die Hecke. Alarm. Ich habe festgestellt, dass bei unserer Rutsche jetzt gerade ein bisschen Wasserverlust ist. Anscheinend laufen nicht alle Pumpen, deswegen müssen wir sie jetzt mal sperren. Kurz Technik Bescheid sagen und warten, was kommt. Und dann gehen wir sie wieder frei, sobald Wasser da ist. Kein Wunder, guck mal, die im Hintergrund haben ja auch Tape schon drum. Ja, da müsste man mal sanieren. Alter, ganz ehrlich, hätte ich den Satz beenden sollen und warten. Ja. Weil dann, ne? Ja. Zu finden, was passiert ist, muss Techniker Matthias Köppen zu den Eingeweiden der Wasserwelt vordringen. Der sieht so unmotiviert aus. Bei 34 Grad aber er sieht auch mit Schild aus. Das ist so ein Typ, dem kannst du so eine Liste mit so 8 Aufgaben so reindrücken. Und er wird original nur so... Ah, ist klar. Und es ist so eine Stunde später alles erledigt, weißt du? Und er steht schon wieder irgendwo anders rum mit seinem... Das ist auch den du nicht kündigen kannst, so, weil ist der Einzige, der weiß, wie es da läuft, so. Der kennt alle? Ja. So, der kennt alle? Der, im Zweifel, weißt du, der ist so der Mix aus die gute Seele, Hausmeister und der Creep aus One Hour Photo. Ja, oh Gott. Diese Anzeigen geben Auskunft, welche Pumpen im Betrieb sind. Boah, Alter, er hat wirklich haarige Arme. Es tut mir echt leid, aber ich hab's irgendwie nicht mit haarigen Armen. Matthias Köppen will sich nun die entsprechenden Pumpen vorknöpfen. Ich finde haarige Arme irgendwie schwierig seine Vermutung, bei Menschen. Ein Aussetzen. Bro, da sind die Megapumpen. Sobald es Unregelmäßigkeiten bei der Energiezufuhr gibt, schaltet die Steuerung die Pumpen ab. Ja genau, er ist der Scotty. Erste Maßnahme, fürs Bad. Ein Neustart der Anlage.
Und das scheint zu wegen helfen. Der Armbehaarung oder was? Hochgefahren, beginnen die Pumpen nein, wieder wegen, zu arbeiten. Wegen Scotty auf der also Enterprise. Pumpen gehen regelmäßig kaputt. Da war eine Störung durch. Ich habe jetzt an den Scotty von Twitch gedacht. Ja, nee. Das ist ja so geil, wenn da jetzt an dem Bullauge so ein Kind vorbei flutscht. Das war die Verstopfung. Ah, einmal jetzt Pumpe neu starten, dann geht's wieder. Landet dann später auch in Solbad mit der Klangschale. Ich schwöre dir, würde ich einen Re-Upload von dem Video machen, ich würde das da rein editieren. Ja. Ohne funktionierendes Pumpensystem ist der Wasserkreislauf unterbrochen. Nun aber sprudelt es wieder und die Wildwasserrutsche kann freigegeben werden. Zurück am Wellenbad. Mario und Svenja Bungert trauen sich allmählich ins Wasser. Die Wellen okay, schlagen. Ganz kurz, ich möchte darauf eingehen, weil ich ja auch weiß, dass das Video auf YouTube landet, weil ich jetzt gerade darüber echauffiert wird, dass ich nicht auf Haare an den Armen stehe. I'm so sorry, dass es Dinge an menschlichen Körpern gibt, die ich wirklich einfach aus auch mir unerfindlichen Gründen, aber die ich wirklich einfach irgendwie so finde. Manche Leute haben das mit anderen Sachen. Ich habe es legit mit haarigen Armen. Ist doch mir scheißegal. Ist mir auch scheißegal, ob man sich darüber aufregt, dass es bei mir so ist. Aber ganz ehrlich, Bro, entweder du machst was dagegen oder du machst nichts dagegen. Wenn du nichts dagegen machst, leb damit, dass ein Mensch auf der Welt auf jeden Fall das irgendwie findet. Ja. Aber es kann mich auch keiner zwingen, das geil zu finden. Nee. Also von daher, ja. Bleibt cool, Freunde, bleibt cool. Ellen schlagen hier fast pausenlos an den Beckenrand. Nur zur vollen Stunde gibt es 10 Minuten Pause. Bis zu 1160 Kubikmeter Wasser und 800 Badegäste passen ins Becken. Reservierungen durch hinterlegte Handtücher kennt man vom Strandurlaub. Gar nicht, hier oder? Hier sind sie zwar offiziell verboten, werden aber irgendwie stillschweigend geduldet. Denn wer will schon seinen Platz verlieren, wenn man zwischendurch mal Hunger hat? Die Gastronomie in... Okay. Wie, du kannst dir nichts in deine Relax-Muschel liefern lassen? Wir machen jetzt mal eine kleine Raterunde. Ja, was wird es da wohl zu essen geben? Currywurst mit Pommes-Schranke, Schnitzel mit Pommes-Schranke, Boulette mit Pommes-Schranke, ein halbes Hähnchen mit Pommes-Schranke. Pizza, und Salami. Zu fettige Bratkartoffeln, auch ganz wichtig. Ja, ja. Vielleicht Burger, stimmt, Burger, safe Burger, auch. Ja, Hamburger auch. Und Pizza. Ja. Pizza und Burger muss. Ja. Und vielleicht, wenn sie fancy sind, eine kleine Salatbar. Nur wenn sie fancy sind. Der weltgrößten Therme stellen externe Unternehmen. Ja, insgesamt neun Imbissstände. Oh, Krebs. Oh, Krebs. Oh, wait a second, ja, was? Salat. Hä, okay, warte mal, da waren wir gerade ein bisschen fancy. Auf dem falschen Dampfer. Das ist schon geil. Also Crepe ist schon super fancy. Falschen Dampfer nicht, alles, was wir angesagt haben, gibt's garantiert. Ja, sicher, aber guck mal. Also, aber guck mal, die haben einen Thai, einen Italiener, Burger und Crepes. Nicht schlecht. Und Willy Lee aus dem Chat kennt den Caterer. Echt? Oh. Ja. Geil. Also, was immer für Leute da haben, ist ja witzig. Ja, ist geil. So Inside. Aber Thai hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja. Aber es ist mega. Voll gut. Entscheiden sich für die etwas gehobenere Variante. Was, Chili con carne, ein Hauptgericht bekommt man Schnitzel? Hier. Schnitzel? Ja, da ist das Schnitzel, ja. Aber es sieht legit gut aus. Komm ich nicht hin? 55, 60 Euro, denke ich mal. Für 4 Personen? Gemessen geht am klar. Münchner Preisniveau ja, durchaus auch. Noch günstig. Ja. Gestärkt geht es nun wieder weiter auf getrennten Wegen. Jesse und Joanna erkunden den Crazy River, einen 120 Meter langen Strömungskanal. Sieht aus wie so ein Ding, wo du Tiere zur Schlachtbank führst, Alter. Ist wirklich und so. Und dann ist es auch noch so weiß gefliest, Alter. Was zur Hölle? Am Ende wartet ein Typ mit einem Bolzenschussgerät und einem Schredder. Was ich immer voll gerne in diesen Kanälen gemacht habe, die ja einfach so Strömung haben, ist immer Luft ausatmen, ja, damit du im Wasser halt nach unten sinkst und dann einfach am Boden sich vorwärts treiben lassen. Weil es immer sah auch immer sehr lustig aus, glaube ich. Svenja genießen dagegen die kinderfreie Zweisamkeit. Im zentralen Thermenbereich ist es heute nicht ganz so voll wie im Wellenbad. Mhm. Wer sich auf die Suche begibt, kann durchaus noch ein paradiesisches Rückzugsgebiet finden. Könnt ihr euch im Wasser auf den Boden setzen? Also wenn es ist 2 Meter. Ja. Gibt Leute, meine Frau kann das nicht. Weltklasse. Okay. Die sitzt dann immer unten und fängt an so zu wedeln, weil sie nicht alle Luft rausatmet. Weil vorher, weniger weißt du? Entspannt geht es 3 Meter unterhalb der Becken zu, in den Katakomben der Technik.
Anruf für Haustechniker Matthias Köppen. Einer der Bademeister ist am Telefon. Ah, okay. Wo war das genau? Digga, er ist schon so ein bisschen der Bruce Willis von dieser Anlage da, oder? Ja, das Gefühl, der ist einfach irgendwo, kriecht er durch irgendwelche Gänge und repariert Dinge, um Menschen zu retten. Hallo, also, ja, ich schau mal, was ich tun kann. Da hat sie ihr Kind einen Spaß erlaubt und die Badeente in den Überlauf reingestopft und ist jetzt wahrscheinlich hier unten im Keller. Und da schaue ich mal, ob ich es finde und wieder rausholen kann. Lol. Hier im Keller befindet sich für jedes Becken der dazugehörige Wasserspeicher, der sogenannte Schwallwasserbehälter. Er sucht das Kind. Er fängt das Wasser auf, das über die Überlaufrinnen aus dem Becken schwappt das und Kind reguliert so den Wasserstand. Das ist wirklich die Ente. Auch die hat er noch da positioniert für die Doku. Und wieder herausgefischt werden. Ah, geil. Es sind viele Souvenire, die da auch haben. Die unten zum Vorschein kommen. Die Auffangbehälter sind Sammelbecken für alles, was schwimmt und nicht absinkt. Seine Zitrone? Oh, ich habe eine Zitrone gesehen, ja! Vom Cocktail bestimmt! In der Bar, ja klar. Hier ist wieder alles Mögliche. Von Schmuck, Haarbänder, Kleinteile von Schwimmhilfen, Getränkebecher, alles, was von oben über die Überlaufrinne fucking lieben Mette, Alter. Kommt hier aber ganz ehrlich, das macht doch das Ding automatisch zum Cocktail. Zum Caipirinha, ja. Ja! Ja. Einfach so einen riesen Strohhalm rein und trinken. Da ist auch bestimmt keine Pipi oder so drin. Mm. Hoffentlich, ja. Sehr lecker. Und wir warten noch ganz kurz, bis Flo wieder da ist. Bevor es von hier in den eigentlichen Reinigungskreislauf geht, werden gröbere Partikel über solche Filterkörbe aufgefangen. Hier steht in der Zeit auch für mich still, also ich krieg das mit. Geleert. Wenn wir zum Beispiel einen Herbststurm haben, wo viel Laub ins Außenbecken reinkommt, sind teilweise 3-4 Mal am Tag die Körbe zum Tauschen, weil sich das ganze Laub hier sammelt. Zwischendurch finden Warum sich erinnert auch er mich denn so krass an jemanden? Ich habe das auch die ganze Brillen, Zeit. Ein Ehering habe ich schon gefunden. Schmuck natürlich. Und irgendjemand so, erinnert so kleine er mich Teile krass. Findet man schon öfters mal. Schmuck ich war erst so, wie er da jetzt gerade steht, war ich erst so die ganze Zeit, hing ich so ein bisschen bei Handsome Jack. Aber irgendwie auch nicht. Shaggy aus Scooby-Doo Bei auch bis gut. zu 10.000 Besuchern pro Tag kommt Aber einiges an Fundstücken zusammen. Willi, willst du Sie alle landen schließlich hier bei Helga Zappe in der Fundsachenaufbewahrungsstelle. Da haben wir für jeden Tag eine Kiste, wo wir das dann eben einsammeln, was bei uns wieder zurückgegeben wird an Fundsachen. Ja, bestimmt ein riesiger so viel Schmuck da. Und manchmal sogar mit weihnachtlichen Fundsachen. Wie viele Handtücher da sind, wa? Also wir haben hier auch von der arme Kerl, 24.12. Heiligabend, ist ein kleines Gebiss liegen geblieben. Also das war dann der Braten nicht mehr so gut. Oder Gebetswürfel zum Beispiel haben wir hier auch. Was ist denn ein Gebetswürfel? Ich wollte genau die Frage euch ausstellen. Was zum Fick ist ein Gebetswürfel? Ist das wie so ein, Billo hier so diese... Ja, hier diese Bumswürfel, diese, wo auf der einen Seite immer steht. Ich weiß, was du meinst, ja. Würfel immer steht. Was du machen musst, ja, genau, richtig. Aber wofür brauchst du das aber zum Beten? Nein, vielleicht ist das so, dreimal Ave Maria, gen Westen. keine Ahnung. Hier, Gebetswürfel, warte, 9,99 €. Oder ist das, du würfelst, welches Gebet du sprechen musst oder so? Ja, sieht so aus. Also hier zum Beispiel steht auf der einen Seite, lieber Gott, weil du mir sagst, dass du alle Kinder magst, schlafe ich zufrieden ein. Es ist schön, dein Kind zu sein. Oh wow. Oh mein Gott, das ist irgendwie creepy. Klingt halt alles krass nach Sekte, Alter. Ja, sorry. Wirklich. Lieber Gott, ich weiß es ja, du bist immer für mich da. Niemals lässt du mich allein, drum schlafe ich jetzt ganz ruhig ein. Hausmaus ist Klaus, ja nicht mal ein ich muss jetzt raus. Gebet. Das ist ein schlimmer Dank Reim. Gebete. Ah, guck mal. Oh. Oh, jetzt bist du wieder. Was genau, wenn es interessant wird. Ja, er hat was Brisantes gefunden, heißt das übrigens. Mm. Das ist immer, wenn Elon Musk ihm das Internet abstellen muss, dann hat er was Brisantes also ganz gefunden. Kurz. Zensur. Ja, Gotteslästerung hier. Ja, genau das. Genau das. Ja, ich habe eigentlich gesagt, hier ist noch ein Segnungswürfel. Ich wollte euch gerade segnen. Seid ihr bereit, gesegnet zu werden? Ja, segne mich, segne mich. Alles klar, ihr Hübschen. So. Das ist ja super lame. Das ist ja super. Okay, du bist geborgen, kleiner Schatz. Ich segne dich.
Wow! Das war voll unspektakulär! Das war wirklich schön! Das war wirklich schön! Okay, alles klar. Wow. Ich fühle mich so gar nicht der gesegnet. Ist sogar teurer als der davor! Wow! Der auf Etsy oder was? Das ist doch scheiße! Oh Mann, ey. Mit zahlreichen Gebeten. Mit zahlreichen Gebeten, das ist ein Würfel. Das heißt, es sind maximal 6. Schreib doch 6. Mit 6 Gebeten. Mit zahlreichen Gebeten auf dem Würfel. Oh Gott, ey. Stark. Ich kenne genau 2. Vater unser. Ich kenne kein einziges. Doch, Vater unser, gesegnet sei irgendwas. Das ist schon der erste Fehler. Ich habe jetzt Neues gelernt. Das heißt, du bist auch ganz okay. Ich segne dich. Nice. Komm weiter im Text. Oder eine Saucière, was auch What? Ganz wichtig ist in der Therme beim Baden. Was? In der Hauptsache sind es Socken und Badekleidung, die einfach... Eine Saucière. Ja, hältst du Soße drin warm? Ja, und kannst sie dann so einschenken auf den Teller. Warum nimmt man sowas mit? Das ist die Frage. Das ist sehr in gut. Die Therme, okay, nice. Vielleicht nice. Packen die ihm nie genug Soße auf die Schnitzel rauf und er hat sie sich einfach mitgebracht. Der nimmt immer seine eigene mit. Überall. Es gibt allerdings auch ein kleines Endlager für Schätze, die keiner mehr abholt. Das sieht nach einer gefährlichen Tüte aus. Was aus der städtische Fundbüro nicht annimmt, landet in diesem Umschlag. Also, August-Schmuck. Uhr, dann Kettchen, Schlüssel und was haben wir denn da noch? Aber wer holt denn seinen Schlüssel nicht ab? Karte. Eine FC Bayern-Karte? Dann so, ja, so Perlenketten und solche Dinge. Also das, was man halt einfach dann wirklich dem Besitzer nicht mehr zuordnen weiß, kann. Was man ist, aber oder? Wirklich dann auch nicht irgendwo in den Müll geben möchte. Das war keine Perlenkette. Sowas auch nicht. Denn das nimmt nur Stimmt. echte Wertsachen. Übrigens, wir haben noch einen guten Vorschlag hier für die Saucière. Vielleicht gar nicht im Schwimmbad, sondern vielleicht in der Wellness, im Wellnessbereich so einen schönen Rahmenaufguss in der Sauna. Sehr gut. Das Ehepaar Bungert zieht es nun in die 5 Meter hohe, kugelige Textilsauna. Aber so weit weg von der Realität ist das nicht. Ich war mal im Tropical Islands, da gab es einen Aufguss, nämlich einen Knoblauch- und Bieraufguss in der Sauna. Und mein Bruder und ich haben das, wir haben das gelesen bei der Liste. Ja, ja, heißt Knoblauch und Bieraufguss. Und wir saßen da halt und dachten nur so, wow, das müssen wir wissen, wie das ist. Wir gehen da rein. Und dann gibt es da diesen Knoblauch-Bieraufguss und das war geil. Das riecht richtig heftig so. Habt ihr euch schon mal ein Kräuterbutter-Baguette in den Backofen geschoben? Das riecht ja ganz lecker, ne? Ja, genau so roch das. Genau so roch das. War mega gut. Sauna im Bali-Garten. Hier soll man sich auf mysteriöse Weise entspannen können. Aber ich muss sagen, dafür, dass da so viele Schützen Leute sind, das ist ziemlich leer in der Sauna. Saunagäste bekommen hier regelmäßig Besuch. Naja, wenn so viele Kinder da sind, wahrscheinlich. Daniel schickt seine Gäste auf Duftreise. Der arme mit Kameramann, einer aromatisierten Geschichte. Zur Lautsprecherstimme fächelt der Saunameister Düfte von ätherischen Ölen hinzu. Oh, das wäre mir so unangenehm, wenn die mich so angucken würden. Du bist der Saunameister und konzentrierst dich voll in dieser. Ja, er macht's richtig. Dann macht's dem Saunameister auch Spaß. Ja, chill einfach. Er chillt einfach sein Leben so. Sie ist ja, sie ist auch wie sie ihn angeguckt hat. Oh mein Gott, das wäre mir so unangenehm. Und weißt du, was mich stresst? Ich hoffe, das ist nur für die Kamera. Weil mich stresst, dass es so arschhell ist. Ja, stimmt. Ja, das ist, glaube ich, auch fürs Film alles. Oh. Ist fürs Film auch gerade, glaube ich, alles einfach gestellt, so in dem Sinne. Ja, ich muss auch. Wiggy schreibt's gerade. Nee, warte mal, wer war's denn? War gar nicht Wiggy, war. Oh. Shit, Eric. Oh, shit, Eric. Schreibt gerade, sie flirtet einfach ultra aggressiv. Während er sein Rausch ja, schläft. Ja, das wäre mir so unangenehm. Er ist einfach besoffen und sie flirtet einfach ultra aggressiv. So, komm. Sie sitzt auch gerade so da. Komm, der pennt. Nimm mich. Kamera ist auch da. Vergiss den einfach. Wasserfall. Also, ich habe den Sinn noch nicht so ganz verstanden. Von der Sauna. Geschichte. Das sollte ich eine Viertelstunde mitnehmen. Okay. Also, du hast die Entspannung, du hast eine schöne Geschichte und als Goodie dazu kommt dann auch noch der Duft. Wie kann ich entspannen? Die Sinnesreise stößt beim Ehepaar Bungert auf einen. Ist voll schade, wenn Menschen das nicht können. Einfach mal abschalten. Kann voll geil sein. Ich fand das super interessant. Das hat so einen 2D-Effekt irgendwie so. Also es geht einfach einen Schritt weiter als das, was man. Einen was? Weiß ich auch nicht.
Warum es 2D ist, weiß ich auch nicht. Was meint er damit? Er meinte wahrscheinlich einmal die Dimension Sauna und einmal die Dimension ätherische Öle und oder die Dimension Klangentspannung oder so. Also er wollte schon wirklich einfach auf verschiedene Dimensionen der Entspannung, glaube ich, hinaus. Aber 2D krass. War lustig. Schon mal irgendwann in seinem Leben mitbekommen hat. Also mich irritiert das mehr. Also ich kenne halt Sauna einfach nur mit, ich sitze da rein, dann warte ich, bis ich anfange zu schwitzen und dann gucke ich, dass ich ganz schnell wieder rauskomme. Doch bevor also sie rausgeht, sie findet es einfach kacke, weil sie es nicht kennt. Trinken. Nice. Eine asiatische Teezeremonie bildet den Abschluss der duftenden Reise. Oh, voll schön. Das ist mega. Cheers. Kriegst du da gleich noch ein bisschen Flüssigkeit wieder dazu? Voll gut. Jetzt geht's ab. Nice. Nun während ist die es dann in der chillen. Therme-Erding Zeit für Bewegung. Yeah. Bis zu 7 Mal pro Tag gibt es im großen Thermenbecken 20 Minuten Wassergymnastik. Hier kann jeder mitmachen, aber der Vater am Bier trinken. Die Sport machen. Auch im Sommerurlaub hau ich beim Animateur ab. Der Junge, der ist nett, der macht Spaß, der macht Stimmung, aber ich bin nicht derjenige, der im Wasser da rumturnt. Das ist ja verteilt auf das Thermengelände gibt es 31 große und kleine Becken. Sie ergeben die Gesamtwasserfläche von der Größe eines Fußballfeldes. Die Becken müssen ständig gereinigt und generalüberholt werden. Dieses Mal sind 2 Thermalbecken an der Reihe. Jedes Jahr erfolgt eine komplette Revision. Hier sprudelt sonst 38 Grad warmes, schwefelhaltiges Wasser. Es sieht so aus, als wenn ich den Brunnen kaputt machen würde, aber das sind Ablagerungen, die durch den hohen Schwefel... Sieht so aus, als ob ich den Brunnen kaputt machen würde. Tue ich auch. Geiler Typ irgendwie. Aber wie krass, durch den hohen Schwefelgehalt, dass da solche Ablagerungen pro Jahr entstehen? Alter. Ja. Gehalt vom Wasser, wie ihr seht. Nein, stehen so nicht auch so Tropfstein-Geschichten halt? Ja. Und das machen wir jetzt. Auch ähnlich. Revisionen da müssen halt auch während des normalen Gästebetriebs laufen. Auch ganz viel das Thermalwasser ist für Badegäste heilsam, aber für Fliesen, Fugen und Steine eher schädlich. Krass. Beim Reinigen dürfen die Materialien nicht zu stark beansprucht werden. Ja, in der Therme halt, also sind daher externe so blöd, aber du kommst im Einsatz, halt nicht die für in die den optimalen sonst. Mix aus passenden Reinigungsmitteln zuständig sind. Das ist Handarbeit. Sperma setzt sich ab. Das Naturstein ist halt immer ein bisschen schwierig zum Reinigen. An der Wassertrennlinie, da hat man eben mineralische Ablagerungen oder halt auch Fettablagerungen. Und das muss man halt im Wechsel reinigen. Gegen die mineralischen Ablagerungen helfen säurehaltige Mittel. Gegen Fett sind es alkalische. Bis zu 10.000. Okay, ich meine. Okay, wir müssen jetzt drüber reden. Der Elefant ist im Raum. Du meinst die Fettablagerung? Nee, das mit dem Sperma im Wasser. Ach so, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Ja, naja, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt hier welche Erfahrungen mit. Aus welchen Gründen auch immer Sperma im Wasser hat. Aber das verhält sich ja schon. Besonders. Da suchen wir einen bildlichen Vergleich und sprechen von Quallen. Ja, so in etwa. Das ist ein guter Vergleich. Und du kannst das ja nicht einfach so. Man müsste das wahrscheinlich abschöpfen. Ich glaube, es wäre halt wirklich. Ey, es ist 22.34 Uhr, ihr guckt eine Doku mit uns. Wer jetzt schreibt, ich esse, hat echt selber Schuld, hat Alter. Hat die Kontrolle über sein Leben verloren, ja. Ja, also wirklich. Das ist halt, auch das wäre wahrscheinlich Handarbeit. Ja. Man müsste es halt raussieben quasi mit so einem kleinen Sieb. Ich krieg wirklich gerade ein bisschen Gänsehaut. Mit so einem feinen Sieb. Ah, die haben so ein spezielles Sieb dafür auch. Holt das Giss-Sieb, Alter. Es ist Zeit. Oh Gott. Wo ist Klaus mit dem Giss-Sieb, Alter? Geil. Wow. Oh, schön. 1000 Badegäste pro Tag hinterlassen überall ihre Spuren. Natürlich Verunreinigungen von menschlichen Sekrete, sag ich mal. Das kommt natürlich vor, gerade im Kinderbecken, dass man irgendwas daneben geht. Im Kinderbecken. Ansonsten sind das überwiegend Haarklammern, Haarbüschel und so weiter. Was dann aber von der hey, in meinem letzten Urlaub in Griechenland übrigens, da waren wir auch in so einer großen Anlage, in einem großen Pool. Griechbadland heißt das. Griechbadland. Da musste der Pool für einen Dreivierteltag gesperrt werden, weil ein erwachsener Mann in den Pool gekackt hat.
Ja, und nice. ich lach heute noch drüber. Weil das muss so unangenehm sein, wenn du in einer fucking Hotelanlage bist. Du bist ein erwachsener Mensch und kackst vielleicht aus Versehen ins Wasser. Ich weiß nicht, wie sowas passiert. Sorry, aber es ist ihm halt passiert. Und dann schwimmt da dieses braune U-Boot drin rum. Und das ganze Hotel weiß, dass wir jetzt einen Dreivierteltag nicht ins Wasser können, weil du ins Wasser gekackt hast, Alter. Ja, aber wenn du, sagen wir mal, du hast so die braune Gorch Fock da reingesetzt, dann mag das ja noch irgendwie vertretbar sein. Aber kennst du dieses Video von der jungen Dame, die ein außerordentliches Diarrhoe-Malheur im Jacuzzi hat. Ja, ich kenne das sogar. Ja, alles klar. Oh. Das ist schon ganz widerwärtig. Zurückgehalten werden. Ich glaube, das ist deutlich schlimmer. Zum Abschluss deutlich jeder schlimmer. Reinigung werden die letzten Schmutzreste mit Hochdruck abgelöst und weggespült. Jawohl. In der Therme Erding gibt es insgesamt 24 Thermalbecken. Die Sohle-Grotte wird noch zusätzlich mit Salz angereichert. Aber wenn der Salzgehalt immer konstant bleibt, muss Techniker Matthias Köppen ihn regelmäßig überprüfen. Es gibt nur ihn anpassen. Da unten. Dazu befüllt er den Sohle-Behälter mit der Du, ich stell mir auch gerade so ein Revenge-Movie vor, so wo, nee, so ein, wie heißen die Dinger? Home-Invasion-Movie heißen die. So ein Subgenre. Ja. Wie irgendwelche Leute versuchen da einzubrechen und nur er ist da. Du quasi da der Kaufhaus kommt. Jeden Winkel und jeden Schatten und jedes Ventil kennt, macht er die halt alle kalt. Ja, und am Ende gibt es die Szene, wo er wieder vor so einem Tank steht und der Erzfeind dann so tot so... Ja, genau. Das ist so ein guter Film. Einen anderen löst er in Salz auf. Ja, ich hab so Bock drauf. Mega. Ich hätte so Bock drauf. Und dann gibt es auch eine Szene, wo einer im Dunkeln, im Volldunkeln denkt, ah, okay, hier ist er. Und er bewegt sich auf sein Versteck zu und der will gerade hingreifen und er streckt ihm nur seinen Arm entgegen und der Böse sagt, ah, nee, muss ein Hund sein. Alles safe. Unmenge an Natursalz. Ich schäme mich. Wir haben eine elektronische Messung. Schäme dich niemals für deine Kreativität. Für den Spruch mit dem Hund. Und je nachdem, wie niedrig die Leitfähigkeit ist, müssen wir Salz dazugeben. Bis zu 2 Tonnen Meersalz verschlingt der Behälter alle 2 Tage. Was? Die Salzlösung fließt über eine... Aber was ist denn das für ein sperriger Satz? Wäre nicht bis zu 1 Tonne am Tag ein viel besserer Satz gewesen? Ja. Anstatt bis zu 2 Tonnen in 2 Tagen? Was ist das? Die wollten so ein bisschen aufrunden, ein bisschen heftiger klingen lassen. War vielleicht, als sie mit dem Redakteur zusammensaßen, gesagt, eine Tonne klingt nicht genug, wir müssen da mehr draus machen. Wir brauchen 2. Ja, wie wär's mit 2 an 2 Tagen? Das ist es. Bis zu 7 Tonnen in der Woche. Meier, Sie sind befördert. Ja, absolut. Leitungssystem zum Schwallwasserbehälter des Beckens. Permanentes Nachfüllen ist notwendig, da ein Teil des Salzes am Körper der Badegäste hängen bleibt und ein weiterer Teil... Die Filme heißen übrigens Stirb chlorhaltig und Chlor an einem anderen Tag. Wie gut. Und ein guter Tag, die Filter zu reinigen. Oh, der ist gut. Die Wasserfilterung entzogen wird. Aber habt ihr gerade mitbekommen, dass die Badegäste schleppen 2 Tonnen Salz an 2 Tagen Hunger, an ihren Körpern daraus? Wasser in einem der Vital- Jetzt mal wirklich so faktisch gesprochen, könnte das als der größte Salzschmuggel der Welt gelten? Wenn die danach in die Schweiz fahren, haben die ein Problem. Ja, wirklich, ist so. Becken tragen. Ihr wisst ja, Salzimport in die Schweiz ist verboten. Zusätzlich soll heute eine tibetische verboten. Wasserklangschalenzeremonie für Entspannung sorgen. Das fühlt sie wieder nicht, die fühlt das gar nicht. Alles Kacke, ja, Alter, die mag ey. Das gar nicht. So, ich was dachte, machen wir hier? Ich dachte, ihren kurz, Vibe gar nicht cool. Mutti und Papa sind mittlerweile im Ausnüchterungspool, Alter. Oh, ja. Oh, Alter, wir müssen mal ein bisschen Strecke machen. Die Doku hat echt Potenzial. Bei Mario Bungert, meditative Wirkung sofort anzuschlagen. Ja, der chillt halt einfach. Bock, Alter. Ja, der lässt sich da ja auch drauf ein, Mann. Der hat auch schon 2 Cocktails und ein paar Bier. Und sollen Verspannungen machen. Ja, vielleicht ist das Problem. Sie muss fahren. Ich hab gar keinen Bock, wie sie alles findet. Und somit kommen unsere Zellen in Einklang. Ja, gut, aber bei so einem Spruchwerk auch skeptisch. Wasserbett tiefen so, ja, ich hätte die Ohren und der andere scheint die ungewohnte Position eher nach. Sag mal. Und somit kommen unsere Zellen Marco, achtet mal kurz auf ihn. Der eine scheint in seinem... Ihr seht es, ne? Die Blubberbläschen aus seinen Ohren. Ihm läuft Wasser im Kopf. Stimmt. Gut, jemand muss dem Mann helfen. Ihm läuft Wasser im Kopf. Der andere scheint die ungewohnte Position eher Nackenschmerzen zu verursachen. Jede Nach 20 Zelle Minuten deines Körpers ist ins Hier glücklich. Und jetzt. Der war einfach kurz Zelle weg. Deines Körpers ist froh. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um einzupennen. 3 Minuten oder so. Das schaffe ich zu Hause im Bett nicht.
Es waren die Klänge, die Bläschen. Ist eigentlich nicht gut. Fallen lassen, keine Ahnung. Wenn du in 3 Minuten einschläfst, ist es ein Zeichen dafür, dass du nicht genug geschlafen hast. Im Idealfall schläft man ein zwischen, was waren das, 7 und 10 Minuten oder irgendwie so in dem Dreh. Es ist viel, es ist super lang, das sind irgendwie 14 bis 20 Minuten oder sowas. Echt? Egal. Ja, ich kann euch ganz kurz sagen, wie das bei mir abläuft und das halte ich für außerordentlich effizient. Ich beschließe, ins Bett zu gehen, weil mein Körper mir sagt, Bro, geht nicht mehr, dann gehe ich ins Bett. Und während ich in Schräglage gehe, schlafe ich ein, bin ich weg, weg vom Fenster. Oh, wow. 2 Minuten später, Tiefschlafphase. Ja, ich habe sie ganz kurz, Schlaflatenz. Idealerweise sollte das Einschlafen nicht länger als 15 bis 20 Minuten dauern, hast recht. Wenn du in weniger als 5 Minuten einschläfst, kann dies ein Zeichen für Übermüdung sein. Okay, also Flo einfach immer übermüdet, immer. Sekunden, Alter. Krass, nee, ich brauch auch mindestens 20 Minuten. Bei mir ist meistens 3 Minuten, auch 4 Minuten. Echt? So heftig? Ich kann das nicht. Ich kann so übermüdet sein wie weiß ich nicht was. Ich brauche immer so eine Stunde, um runterzukommen. Und krass. Könnte auch an TikTok oder so liegen, leider. Ja, ziemlich sicher, glaub, wenn du Technik mit ins Bett nimmst, auf jeden Fall. Ja, ist immer schlecht. Ich hätte jetzt gerne eine Bane-Maske auf, dann würde ich sagen, you think you are tired. I was born in it. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre ein harter Hund, aber das hat mich echt weggehauen gerade hier. Ey. Muss ich schon sagen. War schön. Ein harter Hund die sich nicht entspannt. Zeremonie findet hier er muss ein männlicher Mann sein. Der entspannt sich nicht. Der ist immer wachsam. Um die gesamte Therme zu erkunden, kann es bis zu 3 Tage dauern. Schöpfer und Betreiber des künstlichen Paradieses ist Jörg Wundt. Zur Eröffnung am 3. Oktober 19... So, ich muss ganz kurz einmal zurückspulen, um was zu gucken bei der Rutsche. Ihr müsst mal mit mir suchen. Um die gesamte Therme zu erkunden, warte. Kann es bis nicht hier. Zu 3 Tage nicht hier. Dauern. Bei den Schildern. Schöpfer kann man das Betreiber lesen? Des künstlichen Paradieses Stop, nee. Ist Jörg Wundt. Stop. Man kann es nicht lesen, leider, ne? Nee. Ah, schade, ich wollte nämlich wissen, ob die Rutschen von Hartwegsen sind oder nicht. Aber findest du wahrscheinlich nicht raus. Übrigens, eine der größten deutschen Rutschenherstellerfirmen, Hartwegsen. Die heißen wirklich so. Nice Name. Zur Eröffnung am 3. Oktober 1999 passt zu den Rutschen. Könnt ihr gerne googeln, gibt's wirklich. Ich glaube, die Rutschen beim Irlandia hier bei uns, Wundt und sein Vater, in diesem Vergnügungsding, sind von Hartwegsen. Die im Blub waren auch mal von Hartwegsen. Ich habe mich schon als 12-Jähriger bepisst vor Lachen, weil ich oben stand. Da war dieses große Schild in der Wahl dieser Firma, Hartwegsen. Und ich so, Das hat Olli gelesen und kurze Zeit später wurde wieder die Durchsage gemacht, ne? Klaus! Pool muss geschlossen werden. Gissieb! jemand muss Vision, das Gissieb holen. Hunderttausende ins Münchner Hinterland zu locken. Die Therme wird deshalb ständig erweitert. Ich habe mir über 40 Bäder angeschaut in der Planungs- und Bauphase, habe dann optimiert. Irgendwann gibt es so einen super kritischen Arte-Kunstfilm darüber und der heißt dann Therme fressen Landschaft auf. Ja. Safe. Optimiert Sachen, das kann man übernehmen. Die Palmen haben wir uns aus den Centerparks geliehen. Ist der Originalfilm Angst fressen Seele auf? Wir haben die Kombination hier gemacht aus Südsee und Thermalbad. Fantastischer Film übrigens, guckt euch den mal an. Und wir sehen die Mischung, wie man sonst nur weiter weg erleben kann. Die Megatherme ist eigentlich Ergebnis einer erfolglosen Ölbohrung Anfang der 80er Jahre unter dieser Glaspyramide. Statt auf Öl stieß man aber in 2,3 Kilometern Tiefe nur auf übelriechendes 63 Grad heißes Schwefelwasser. Lol. Achso, dann haben die wirklich. Da kommt das schwefelhaltige Wasser wirklich aus der Quelle. Versuch, aber der Schwefelanteil macht es sehr, sehr unappetitlich. Doch die Quelle entpuppte sich als Heilquelle. Das Fakt, wie der Originalfilm hieß. Ich bin mir ziemlich sicher, er hieß Angst fressen Seele auf. Google das jetzt aber auch nochmal für dich. Das Wasser steht durch den Eigendruck nun ca. 150 Meter unterhalb der Erdoberfläche. Durch eine Unterwasserpumpe wird es nach oben... Ganz kurz, Service-Nachricht nur. Er heißt Angst essen Seele auf. Entschuldigung. Und gebt euch den wirklich mal, auch das Original ist von 74 oder 75 und der ist echt fantastisch. Für die Zeiten absolut bahnbrechendes Thema der Film. Ja. Oben befördert und fließt zunächst in ein benachbartes Geoheizwerk. Dort erwärmt das 65 Grad heiße Wasser zunächst Teile des Fernwärmenetzes der Stadt Erding. Muss das Wasser da unten irgendwann mal alle sein? Auf 45 Grad heruntergekühlt. Ja. Bei diesem Prozess kommt es nicht mit dem Fernwärmebrauchwasser in Berührung. Anschließend wird das Thermalwasser auf 20 Grad heruntergekühlt und gefiltert. Dabei wird der hohe Schwefelgehalt entzogen.
Schließlich kommt es in Badewasserqualität bei der Therme Erding an und wird dort für jedes Becken individuell aufbereitet. Krass, krass, krass. Zur Illusion eines bayerischen Südseeparadieses gehören auch 450 echte Palmen. Oh, ich liebe Palmen. Bis zu 18 Meter hoch. Sowas von. Kriegt man direkt so ein gutes Feeling. Die bis zu 60 Jahre alten Bäume stammen aus Südostasien und Australien und kamen per Schiff nach Europa. Am einfachsten sind eben diese Adonidia merrillis. Das sind die, die wirklich das vom Klima her auch am besten vertragen. Das ist eine Warmhauspalme und zum Beispiel hier Woodwetia bifurcata, kommt aus Australien, Queensland. Und die ist also schon, ja, man kann auch sagen, eine Zicke. Man sieht sie an der Seite. Der mag seine Palme. Nett gesagt. Das sind halt die kleinen Typen. Damit sich die exotischen Schützlinge von Gärtner Jürgen Büttner in Europa akklimatisieren konnten, wurden sie vor dem Einpflanzen in Erding noch in holländischen Gewächshäusern zwischengelagert. Umzug und Klimawechsel haben bei den empfindsamen Gewächsen Spuren hinterlassen. Wenn man jetzt mal den Palmenstamm hochgeht, man sieht, er wird immer enger. Und das ist ein Zeichen, dass die Palme in der Phase wenig Wasser hatte. Das ist also diese Umpflanzphase, wo sich neue Wurzeln bilden müssen. Und das kann man an dem Palmenstamm schön erkennen. Krass, da lernen wir wieder was über Bäumen in ihrer künstlichen Umgebung an nichts fehlt, sind sie an ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem angeschlossen. Sorry, aber ausgeklügelt ist auch so ein Wort, was du nur im Zusammenhang mit Wasserpumpsystemen benutzen kannst, oder? Ich hätte es jetzt so geil gefunden, wenn sie wieder so eine Bild- und Tonschere drin gehabt hätten. So, gibt es so ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem? Und dann siehst du so zwei Leute mit Gießkannen langlaufen. Ja, genau. Das hat man doch bei der Doku mit dem Schiff, oder? Wo der da das gegossen hat. Ja. Alle 30 Zentimeter ist eine Tropfstelle. Und wenn dann das System anspringt, tropft aus jeder Stelle in der Stunde 2,9 Liter. Der Ursprung dieses Lebenserhaltungssystems befindet sich in den Katakomben der Therme, verborgen vor den Blicken der Badegäste. Hier stehen die Wurzeln in gigantischen Betontöpfen. Alles klar, wir haben unser nächstes Filmelement, weil unser Kollege Schnürschuh ist da gar nicht alleine unten. Das denkt man aber die ersten 50 Minuten im Film. Und dann kommt so eine bedrohliche Situation, wo man denkt, jetzt ist er am Ende. Ja, das war's. Und Palm Joe rettet ihn. Kommt der. Der Kollege, der als einziger noch da unten sein darf. Ja. Immer so, boom. Mit einer Gießkanne. Mit einer Gießkanne. Nee, oder er drosselt ihn mit einem Schlauch. Ja. Kann auch sein. Gießkanne oder Schlauch, ja. Und rettet ihn und dann sind sie zu zweit. Und dann folgt... Man wird aus diesem Home Invasion Movie, wird dann wie bei dem letzten Rambo-Film bei. So ein schlimmer Rache-Porno, ja. Wird dann so ein Rache-Ding, wo sie da alle, wo sie sich nicht mehr sich verteidigen wollen, sondern dann gehen sie zum Angriff über mit den Fallen bauen. Boah, und so. Genau, und dann kommt genau so eine Szene wie in dem einen Rambo an dem MG. Ja. Du weißt jetzt genau, bei dem was ich meine. Wo er ihn mit dem Bogen an die Scheune nagelt, Alter. die letzten zwei Rambo-Filme waren anders wild, einfach. Ey, wirklich. Ich fand den letzten heftig. Alter. Finden sich Erde und Drainagen. Was man hier ganz toll erkennen kann, dass die Palme wirklich ganz toll wächst. An den Wurzeln, kräftig weiß, wunderschön. Jeder Aber die sind auch am engagiertesten von allen, muss man sagen. Hier oben. Der Schacht für den Feuchtigkeitsfühler, der geht durch die Erde in den Palmenwurzelballen hinein. So wird bei jeder Palme der Wasser- und Düngerbedarf individuell ermittelt. Der Dünger befindet sich in diesen Behältern. Über Dosierpumpen und Schläuche wird er bedarfsgerecht auf die Pflanztröge verteilt. Wir legen Wert auf grüne Wedel und deswegen ist auch der Stickstoffanteil höher. Kalium, Stickstoff, Alter. Stickstoff ist so ein geiler Scheiß, Freunde. Wenn ihr Rasen habt und der wächst nicht, dann könnt ihr euch natürlich Dünger kaufen, achtet immer auf den Stickstoffanteil. Aber wenn ihr einen befreundeten Bauern habt und an hochkonzentrierteren Stickstoff kommt und den auf den Rasen ballert, ich habe schon erlebt, dass Rasen fast blau war nach dem Düngen. Oh, heftig. So gewachsen ist wie sonst was. Oder ihr hört auf Olli, besorgt euch das Zeug, schmeißt es auf den Rasen und verbrennt euren Rasen damit unwiederbringlich für 2 Jahre. Wie Flo.
Das ist nämlich die zweite Option, die hier immer verschweigt, die dann passieren kann. Dann habt ihr ein lustiges, komplett in den Rasen gebranntes Muster da von dem Stickstoff. Ja. Danke nochmal dafür, Bro. Wer braucht schon Rasen? Ich hab mir meinen Sommer 2018 versaut. Oh, Phosphor, shit. Der für die Blüte da ist, ist geringer. Das System aus Sensorik, Bewässerung und Düngung wird per Computer gesteuert. Am Bildschirm kann der Gärtner erkennen, ob es den Palmen gut geht. Dann kann ich zum Beispiel hier jetzt eine Palme anschauen. Und dann sehe ich, Bodenfeuchtigkeit bei 25%, ist alles im grünen Bereich. Das Wellenbad ist das modernste Becken in der Therme. Es wurde Ende Oktober 2014 fertiggestellt. Taucher kontrollieren es regelmäßig. Das Bad hat an der Seite 6 Wellenkammern. Von außen sind sie nicht einsehbar und vor den Badegästen sind sie gesichert. Hier entstehen die verschiedenen Wellen. Auch ein krasser Arbeitsplatz. Die Taucher müssen die Kammern ständig auf Beschädigungen, wie zum Beispiel lockere Fliesen, absuchen. Sie können von den Wellen herausgeschleudert werden und Schwimmer verletzen. Alter. In den Kammern finden sich auch immer wieder Gegenstände, die Badegäste verloren haben. Schmuck, ich sag's ja, immer Schmuck. Erzeugt überall werden in den Schwimmbädern. Im Maschinenraum. Und zwar durch Luftdruck mit Hilfe von riesigen Ventilatoren. Mega-Ventilatoren. Diese blasen Luft durch ein Leitungssystem und verteilen sie auf die 6 Wellenkammern. Mir fehlt das Wort mega, das war in der Schiffsdoku so geil, dass sie das alle 16 Sekunden gesagt Überdruck haben. Überdruck erzeugt. Durch diesen Überdruck wird das Wasser in Bewegung gesetzt und kann dann durch diese Wellenkammer ins Becken weitergeleitet werden. Die Luft wird in rhythmischen Schüben durch geöffnete Klappen in die Wellenkammern gestoßen. Dort bringt sie das Wasser in Wallung und löst Wellen aus. In Wallungen? Die Luft entweicht aber nicht ins Wasser, sondern strömt über die Lüftungsklappen wieder zurück in den Maschinenraum. Deshalb entstehen im Wasser auch keine Blasen. Je nachdem, welche der 6 Kammern angesteuert werden, lassen sich verschiedene Wellenbilder erzeugen. Man kann es vergleichen wie eine Orgel. Man hat für jeden dieser Wellenkammer hat man die Möglichkeit, die Klappe auf- und zuzumachen. Und so entstehen durch die unterschiedlichen Klappen natürlich auch unterschiedliche Wellenbilder. Auf bis zu 3 Meter Höhe können die Wellen geregelt werden. 3 Meter? Die Schwimmaufsicht ist so etwas wie der DJ der neuen deutschen Welle. Je nach Publikum wählt er das Wellenprofil und die passende Intensität. 5 unterschiedliche Stufen. Harte Nummer, Alter. Uff. Hat er dafür zur Verfügung. Von sanft bis wild. 50 Minuten pausenloser Wellengang pro Stunde. Ob der währenddessen einfach auch da dran steht und also vorne seine Wellen programmiert und dann okay, let's go. Let's go. Das würde ich so fühlen. Aber weißt du, Olli, was echt eine Rolle spielt? Nee. In einem Wellenbad darf er sich so einen flachen Witz eigentlich nicht leisten. Danke. Vielen Dank. Wenn jetzt natürlich nicht so gut schwimmen können, dann müssen wir die Welle eher klein schalten, weil dann natürlich auch viele Probleme bekommen würden. Aber wenn wir jetzt sehen, wir haben eher so sportliche Schwimmer, dann können wir die schon mal anhand von dem Drehregler hier ein bisschen stärker machen. Die Maschine. Wäre geil, auch wenn er so keine Zahlen drauf hätte, sondern sich einfach so einen Namen dafür ausgedacht hätte. Weißt du, so ein bisschen Welle, Megawelle, Tsunami. Fände ich voll gut. Neckbreaker. Der Saunabereich ist der exklusivste und zugleich teuerste Teil der Therme Erding. Für 43 Euro Eintritt hat man den ganzen Tag Zugang zu 26 Themensaunen und Dampfbädern sowie allen anderen Thermenbereichen. Aber da muss man extra zahlen. Auch die Bummler sind neugierig und testen die weltgrößte Saunalandschaft. Im 85 Grad heißen Rosenpavillon verströmen 2000 konservierte Rosen ihre Düfte. Wenn die konserviert sind, riechen die nicht mehr, oder? Jede Sauna hat ein eigenes Thema. Alle zusammen können gleichzeitig 1000 Besucher aufnehmen. Bei der schier endlosen Auswahl schafft selbst der hartgesottenste Saunafreund nur einen Bruchteil des Angebots. Naja, wie auch. Dreimal Sauna gehen reicht auch für den Tag. Santiago ist einer der Aufgussmeister. Er und seine Kollegen sind den ganzen Tag unterwegs.
Als guter Deutscher hast du da 23 Euro für auf den Tisch gekloppt und dann machst du das, bis du da abtransportiert Einmal wirst. Einmal alle drei Jahre gehst du als guter Deutscher in die Saunalandschaft, machst 26 Saunagänge. Gehst du rein, bis du nur noch Schwibbelschwabbel bist in die Gelenke und dann wirst du aber da mit einem Blutdruck von 30 zu 58 wirst du da aber rausgekarrt. Wie man einen Herzinfarkt bekommt. Unterwegs, um immer neue Aufgüsse zu mixen. Im Keller befindet sich das Duftreservoir. Boah, da muss das so gut riechen da drin. Ja, das, also alles da, alles klingt nach Kopfschmerzen. Das, was er da gerade hat, Mentholkristalle, ne? Ach, die Story. Sorry. Ich habe mal fast eine Sauna in Brand gesteckt wegen der Scheiße. Da stand hinten drauf, man kann die in Wasser auflösen und als Aufguss drüber machen oder man kann sie auch unverdünnt auf die Steine legen, sie schmelzen trotzdem und dann ist es intensiver. Und ich war mit einem Kumpel in der Sauna, wir sagen so, geil. Intensiv ist gut. Und legen halt so drei, vier Kristalle darauf und mit einmal hat die Scheiße Feuer gefangen, aber nicht nur so ein bisschen. Das ist ja halt, das ist ja mit Alkohol gelöst und es ist ja richtig, richtig Feuer da drin gewesen. Und wir, weißt du, stell dir einfach mal zwei nackte Typen in der Sauna vor, die so mit Handtüchern versuchen, den Feuer auszuklopfen. Das war sehr geil. Godlike. Sehr geil. Bild für die Götter. Aber mittlerweile kann man eine Compilation draus schneiden, wie oft ich mir auf die Zunge beiße, um dir irgendeinen dummen Spruch zu machen, wenn du was sagst. Das ist fast herausfordernd. Das ist immer auch Gold. Die Duftnoten wechseln ständig, je nach Saunamotto und Jahreszeit. Noch ein bisschen Pipi? Was gibt der denn da jetzt noch drauf? Orangen, Limettendüften. Und dann gehen wir weiter Richtung Winter und dann gehen wir auf Fichtennadel, Stangfichte und so weiter. Wir haben einen neuen Copy-and-Taste-Joke. Limeten. Wir haben was Neues für Copy and Taste. Aber ist dir... Ketten, oder? Ja, wir brauchen noch Limeten. Ist dir aufgefallen, dass er... noch die Saftzellen der Limeten aktivieren. Ist dir aufgefallen, dass er auf Fichten gesagt hat? Nein, das bin ich aufgefallen. Ich habe nur die Limeten gehört. Ja, waren auch die Fichten. Fricher Fisch. Auf dem Tisch. Dazu gibt's Limetensaft. Bis zu 90 Aufgüsse machen er und seine Kollegen an einem Thermentag. Denn für die Kunden gehören heiße, duftende Wasserdampfwolken selbstverständlich zum Erdinger Sauna-Erlebnis. Aber guck mal, der macht das auch einfach so drauf. Das war ein Ying, Olli. In der Zirbelstube gibt es echte bayerische Stammtischkultur bei 55. Welche ist das schwarze? Oh. Wenn du wirklich 26 Themensaunen hast, dann bist du irgendwann noch über den Punkt, wo du so eine Rosensauna und eine Quarzsauna und eine finnische. Irgendwann musst du dir dann die Scheiße aus dem Arsch saugen und dann gibt's halt die bayerische Landsauna. Geh kaputt. Ist aber sei ehrlich, du feierst es hart. Digga, gibt's auch eine Kinosauna also oder so? Hart. Ich finde das cool. Richtig geil, aber dieser Brötchenkorb da an der Seite. So ein kühles Bierchen hat schon was. In der Sauna. Also mit Kinosauna hast du mich gerade. Ja, kannst du viel bei mir ist in der Sauna eigentlich immer nur scheiß langweilig, wenn ich da 12, 15 Minuten drin sitzen muss. Siehst du, und schon haben wir eine Idee, mit der wir reich werden können. Ja. Bayerische Stammtischkultur bei 55. Man kann es mit Kino und Bier kombinieren. Die Saufner. Aufguss in bruchsicheren Gläsern gereicht, gestiftet von einer Erdinger Brauerei. Natürlich alkoholfrei. Ich bin ein Riesenfan. Ach so, dann bin ich nicht mehr in so begeistert. Sauna gehen, um zu schwitzen, das reicht den Kunden offenbar nicht. Aber wir machen auch eine Sauna dann tatsächlich, da machen wir so Themenabende auch und dann machen wir so ein Ladies Night auf jeden Fall. Weißt du, damit da dann auch FKK wirklich ohne irgendwelche Gaffer und so weiter, ne, also ne, machen wir dann schön alles und dann bei Ladies Night gibt's dann auch Aufgüsse, dann gibt's auch die Saufner, aber dann ist der Aufguss so schön mit Dom Pérignon und dann gibt's so hier Sektflöten mit dazu, kann man dann so wegschnasseln. Geil, in übrigens, der Zeit. Das hört sich richtig gut an. In unserem Live-Chat gelesen, ja. Kinosauna gibt's leider schon. Verdammt. Oh, okay. Aber ja, ich bin auch für Drogensauna. Ja. Die Freizeitgesellschaft verlangt nach da immer neuen Wellness-Angeboten. Hier das ist auch geil mit dem Eis. Zum Einreiben der heißen Haut. Nachdem du oder als habe ich auch schon gemacht. Super geil. Denn Duft on the Rocks hält länger vor. Ja, wir waren jetzt Santiago im Winter, bereitet einen. Wir waren jetzt im Winter immer in der Sauna. Mein Schwager hat ja eine sich in den Garten gestellt. Und dann haben wir die Tage genutzt, wo es ein bisschen geschneit hat. Sind dann raus aus der Sauna und haben uns entweder mit Schnee abgerieben oder mit dem Garten, mit dem Gartenwasser bei das ist so gut.
minus 2 Grad. Cool. Nice. Das habe ich mal in Sibirien gemacht. Da ist aber auch mein Kreislauf gut zusammengebrochen. Ich war so, nie wieder. Danach so gezittert erstmal. Aber es ist richtig cool. Du kannst dich da auch Gesicht und alles, kannst dich komplett in Schnee legen. Geil. Mega. Olli denkt sich gerade so, Alter, ich kann jede Sauna-Geschichte der Welt erzählen, aber Sibirien tue ich nicht, Alter. Nee, sorry. Das ist krass. Aber ich kann auch nicht. Ja, das war schon echt cool. Mit Düften von Fichtennadeln bis Blutorangen. Krass. Also es ist wie beim Wein trinken. Man fängt langsam an, also mit einem schönen Aperitifwein und dann beendet, also mit einem schönen kräftigen Beendet, okay. Er betont einfach komisch Sätze, Wörter. Er mag Es. Ein wirklich heißes Spektakel. Drehen jetzt da drin Porno oder was? Auf dem Spielplan der Kampf um Rom. Inszeniert und aufgeführt von dem Erdinger Paradise Guys. Ich weiß nicht, ob ich Bock auf so eine Nummer in der Sauna hätte. Ich hätte gar keinen Bock drauf. Digga, das sieht auch so weird aus. Irgendwie ist auch das voll fantastisch, cool. Mann. Ey, so Kolosseum in der Sauna. Ich sehe mich da voll. Das ist endlich mal saunieren, wie ich es geil finde. Aber der arme Typ in seinem scheiß Atmungs nicht aktiven Latex oder Polyester-Scheiß da, oh Gott. Ja, was meinst du, was der Mann fressen kann den ganzen Tag über? Wahrscheinlich. Der verliert immer Wasser, ist Blödsinn, vergesst, was ich gesagt habe. Heute ziehen wir in den Krieg für den einzig wahren Imperator, Marcus Aurelius. Digga, was ist da los? Genau, so gute Schauspieler wie im Porno. Die Sauna als römisches Amphitheater. Boom. Ein antikes Handtuchdrama. He be killed. Digga, das war Brutus, der Cäsar absticht, oder was? Ja. Yeah. Mit einem Handtuch? Ja, er ist mit dem Handtuch auch vor die Jury getreten und der Judge hat nur gesagt, it's a very good towel, but will it kill? Will it kill? Alter, wie gut ist das Geschichtsunterricht in der Sauna mit so also auf Pornoschauspieler-Level? Ja. Mega! Ja. Als Showeinlage zum Saunaaufguss. Richtig stark. Bei 75 Grad zeigen die Saunameister hier und die Bungots dürfen mit echten Handtuchgladiatoren auf Tuchfühlung. Und sie findet's wieder scheiße. Ich glaube, da sind hübsche Männer, das könnte ihr gefallen. Der andere Typ bei von der Sauna so hat ihr auch gefallen. Bei so viel schweißtreibender vergessen die Zuschauer, dass sie hier in der Sauna sind. Ja, ja. Dicker, er macht halt einfach wieder Star Wars Kid. Nee, er ist schon beeindruckender als Star Wars. Ja, Kid. Ist schon sehr geil. Vor allem macht das dann auch Spaß, wenn du da sitzt und halt die warme Luft abkriegst und so, ist cool. Alter, Sauna-Jedis. Oh doch, das hat dir gefallen, ja. Dankeschön. Highlight. Das war echt so, als sitzt du in irgendeinem Musical, kriegst alles hautnah mit. Das Schwitzen war irgendwie Nebensache. Das war echt mal ein cooler Event. Event-Sauna. Für alle, die bloßes Schwitzen nicht reicht. Das ist wirklich cool, das Ganze. Warum? Also es gibt ja auch schon Meisterschaften, Deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft und so weiter. Und es findet immer mehr Beliebtheit. Um 23 Uhr müssen auch die letzten Gäste den Saunabereich verlassen. Nun schlägt die Stunde von Vorrat Jakubi und seinem Reinigungsteam. Der Asari geht mit seiner Mannschaft in den Saunabereich. Bitte unter die Bänke. Und die anderen machen sauber. Mit Mittel einsprühen. Legen wir los, die Maschine vorbereiten, bitte. Schläuche alles. Der geht schön. Okay. Sehr gut. Bitte. 26 Saunen und Dampfbäder. Dazu Fußböden und Treppenstufen. Alter. Das Reinigungsrollkommando arbeitet sich in Zweierteams durch den Vitalthermenbereich. Oder Holz hat aber schon zu tun, ne? Ja. Auf und unter den Saunabänken sammelt sich getrockneter Schweiß. Er enthält vor allem Salze, die das Material angreifen. Nur 7 Stunden haben die. Ich spare mir meinen Kommentar, Mann. Also gerade er mit dem Rücken zur Kamera gewandt, sah gut aus. Mitarbeiter aber jetzt geile Dinge, das will ich, um mein Auto zu waschen. Ja, ist wirklich geil. So ein Schwamm-Sprüh-Ding. Bei den Reinigungsmitteln wird immer gewechselt. Mal saure Mittel gegen Kalk, dann wieder alkalische gegen Fett. Auch wenn die Saunen abgeschaltet sind, bleiben sie noch lange heiß. Putzen extrem. Die Sauna innen drin ist schon sehr anstrengend. Wir müssen gerade nach Saunaschließung schon anfangen, sonst schaffen wir auch wieder von der Arbeitszeit hier. Und die Saunen sind sehr heiß. Und so wird nachts ebenso viel geschwitzt wie tagsüber im Gästebetrieb. Am nächsten Morgen bleibt in der Therme der Wasserrutschenkomplex vorerst geschlossen. Denn nun heißt es,
Einsatz für die Rutschenpolizei. Oh-oh. Rutschentester Veit Hanatsch und Techniker Helmut Hensel knöpfen sich heute die Röhrenrutsche vor. Die beide. Gut. So geile Namen. Helmut Hensel und wie sie haben. Die beiden inspizieren die Oberfläche auf Beschädigungen. Also da ist jetzt eine Schadstelle. Da müssen wir halt jetzt das aufnehmen und das müssen wir dann eben bearbeiten. Das wird längst angeschliffen. Also Gott sei Dank rutschen sie alle mit Reifen. Sollte das jetzt mal nicht passieren, dann ist es vielleicht eine ganz kleine Schürfwunde, aber... Er sieht ein bisschen aus wie einer der Volta-Zwillinge. Das Oberflächenmaterial ist ein Verbundstoff aus Glasfasermatten und Kunstharz. Obwohl es sehr robust ist, müssen die Rutschen täglich kontrolliert werden. Das Gefährlichste wäre wirklich jetzt, dass eben die oberste Schicht aufplatzt und der Gas kommt jetzt da runter und wird sich das unter die Haut schieben. Ne? Und ein Glasfaserelement unter der Haut fühlt sich mit Sicherheit nicht gut an. Ne? In der längsten Röhrenrutsche der Welt kann die Inspektion schon mal länger dauern. Kann ich auch nicht. Jede will ich noch auch so nicht. Kleine Unebenheit wird aufgenommen. Aber ich hatte tatsächlich schon mal Glasfaser unter der Haut. Ich habe nämlich, als ich in meinem Golf 2 neue Seitenschweller angebaut habe. Natürlich ist es eine Golf-Story. Die waren aus GFK, und also Glasfaserkunststoff. Und ich habe nach dem Lackieren und so, da hatte ich die Gitter ausgebaut an den Seiten, weil die hinter, die hatten solche Hutzen quasi. Also, nee, die sind ja an der Motorhaube, aber die hatten hinten auch so eine Lufteinlässe quasi. Auspuffanlage kühlen, dies, das, man kennt's. Und da wollte ich die Gitter dann wieder einsetzen quasi. Und dabei ist mir dann was abgebrochen. Und Glasfaser splittert ja so, richtig, so ganz spröde in so ganz viele kleine, wie so Halme. Ja. Ja. Wie so Grashalme, nur eben ekelhafter. Und die habe ich mir dann so hier, so in dieses zwischen Daumen und Zeigefinger, da wo es am meisten wehtut, gejagt. Und dann saß ich da mit einer Pinzette. Und das ist wirklich legit, wenn das Spannung verliert, dann knallt das einmal so auseinander. Und dann saß ich wirklich da und habe mir eine halbe Stunde wie Haare, also dann wirklich so tief wie Haare, Pinzette so rausgezerrt einfach hier aus diesem Stück. Boah, ich glaube, ich wäre da umgekippt. GFK ist richtig räudig, Alter. Warum bist du nicht ins Krankenhaus gefahren? Ich habe für so einen Scheiß fahre ich nicht ins Krankenhaus. Flo hakt sich den Finger ab und fährt ins Krankenhaus, macht lieber ein Stück Stock rum und ein bisschen Tape. Ja, aber da bin ich immer noch pisst, weil die Narbe ist viel doller geblieben, als ich es mir erhofft hatte bei der Nummer. Hatte die eigentlich echt gut zusammen. Ja, es hätte auch eigentlich genäht werden müssen. Ja, komm, genäht, Alter. Du sagst es doch. Genäht verschmäht, sage ich immer. Ein Stück vom Holzlöffel und Gaffertape war das Geheimnis. So ist es. War echt gut. Oh mein Gott, nee. Häufige Schäden. Ich hatte das auf Instagram gepostet. Dafür habe ich sogar Schelte bekommen von Instagram. Als Orientierung für spätere Ausbesserungen dienen Nummern. Ach, weil wahrscheinlich Blut oder so dabei war. Schnitt. Na, der war komplett, also der war, ich habe das halt gepostet, der war komplett offen. Also du hast halt bis auf die Myelinscheide von dem Muskel halt geguckt. Flo hat mir über Handy ein Bild geschickt. Ich glaube, schlimmer war nur dein gequetschter Finger. Den du dir wieder wie so ein Cartoon, wie so ein Cartoon-Charakter zurückgedrückt hast, Alter. Ja, das war Alter, Flo, was ist mit dir? Das gibt Krankenhäuser. Die kümmern sich darum. Wollen nicht, Krankenhäuser wollen nicht. Krankenhäuser, Schmankenhäuser, sag ich immer. Echt, ne? Na, jetzt liegen 1000 Liter Wasser, was da durchfließen durch die Rutsche. Und da ist natürlich die Oberflächen eine gewisse Stabilität braucht und dadurch einfach eine Abnutzung entsteht, ist ja ganz normal. Ne? Du hast einfach mehr Verschleiß bei uns. Pro Tag fließen allein durch diese Rutsche rund 8400 Kubikmeter Wasser. Doch es ist nicht nur die Reibung des Wassers, die dem Material zusetzt. Unter den 300 Badegästen, die pro Stunde hier rutschen, sind immer auch einige Raudis. Oh. Die springen raus, dann haben sie Uhren um, Schmuck. Und immer wenn sie rausspringen würden und... Man kennt sie, die Raudis mit den Uhren. Das ist aufplatzt. Ein paar Unebenheiten in den Fugen, ein paar aufgeplatzte Stellen an der Oberfläche. Bis am Nachmittag die Gäste kommen, muss alles repariert sein. Geil muss das auch sein, da die Rutsche einfach lang zu laufen. Ist das eine Arbeit von eine halbe Stunde. Und dann können wir ganz normal die Gäste reinlassen und dann geht's los. Zum Ausbessern dient eine Paste aus Farbe und Kunstharz. Sie ist schnell trocknend und muss extrem glatt aufgetragen werden. Es wird ja wohl nochmal schmirgeln dann, oder nicht? Nee, vielleicht auch nicht. Einige Rutschen lassen sich zur Kontrolle nicht so einfach ablaufen. Viele Mitarbeiter, Alter, mussten deshalb einen Bergsteiger-Grundkurs absolvieren. Jeder Kontrolleur wird von einem Kollegen gesichert.
Veit Hanatsch knöpft sich die Highspeed-Rutsche Kamikaze vor. Das wird auf jeden Fall nie langweilig. Ja. Hier ist die Rutschfläche aus Metall. Im Visier hat er besonders die Schweißnähte. Und die Rasierklingen in den Fugen verschwinden. Da kann es mal passieren, dass wenn das Schweißnaht reißen kann. Das ist das Gröbste, was passieren kann. Und das kontrollieren wir, das müssen wir jeden Tag kontrollieren. Sein Kollege hat inzwischen alle aufgeplatzten Stellen verfüllt und ist bei den Schleifarbeiten. Nice, Alter. Hast du gesehen? Ihm ist, also entweder er macht es einfach immer so, oder aus Bequemlichkeit, oder ihm ist das Schleifpapier ausgegangen. Weil was er da gerade hatte, war so eine Klettscheibe für eine Flex, ja, eigentlich. Ja. Damit hat er das gerade gemacht. Die längste Röhrenrutsche der Welt kann wieder in Betrieb gehen. Gerade noch rechtzeitig, denn die ersten Badegäste warten bereits. Wer dem Massenandrang entfliehen will, kann sich im Royal Spa-Bereich für 60 Euro so einen Korb mieten. Oder gleich ein ganzes Separé. Dieses kostet 120 Euro. Dazu gibt es Champagner und standesgemäße Bestuhlung. Da ist ja nichts drin außer Bett. Ja. Und Waschbecken. Das Bumszimmer. Das ist halt 100%. Das teuerste Zimmer, die Brilliant Suite, kostet 180 Euro. Dafür gibt es hier auch den besten Champagner. Die Suitenkategorien sind auch dementsprechend den Champagner mit angepasst. Das heißt, umso höherwertig die Suite ist von der Kategorie, desto höherwertig ist der Champagner oder der Prosecco, wenn mit dabei ist, und auch umso größer ist die Suite. Die Betten allerdings hat hier niemand exklusiv. Bis zu 10.000 Badegäste am Tag teilen sich 5.760.000 Liter Wasser, verteilt auf 31 Becken. Die das ist eine riesige Menschensuppe. Zur technischen Herausforderung. Mm. Ein Stockwerk tiefer ist Techniker Matthias Köppen auf Kontrollfahrt. Wie cute. Zur Reinigung wird das Wasser aus den Schwallwasserbehältern der Becken durch solche Reaktionsbehälter gepumpt. Ozongas tötet darin die Bakterien ab. Feinere Schwebeteile bleiben anschließend in solchen Mehrschichtfiltern hängen. Arzwanger. Diese Filter filtern noch Partikel raus, Hautschuppen, Haare, ganz kleine Teile. Die werden hier rausgefiltert und wird dann danach nochmal geklort und geht dann sauber ins Becken wieder rauf. Warte mal, die filtern die Schuppen und die Haare raus, kloren die und geben sie dann wieder dazu. Mischen einfach wieder alles rein. Also verstanden. Etwa alle 60 Minuten wird über 27 Filter die komplette Wassermenge gereinigt. Guckt mal bitte im Bullaugenfenster. Untere Hälfte. Ja. Ah, ja. Baby. Ist das eine Qualle? Johnny muss mal den Gin-Cash'er holen hier. Den Chlorgehalt reguliert eine vollautomatische Messtechnik. Ist Matthias da ein Kind? Köppen? Warte kurz, die Frage möchte ich beantworten mit nicht mehr. Muss sie dreimal täglich überprüfen. Oder noch nicht. Dies oder potenziell ja, aber Messung. Nein. Hier sind Sollwerte eingestellt, wie viel Chlor, freies Chlor, wir im Becken haben sollen. Wenn zu viel ist, hört die Chlorpumpe auf zu pumpen. Wenn zu wenig ist... Jo, ich habe jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Ah nee, da ist ja Chlor drin, ne? Vergesst es. Wolltest du wegen Pippi irgendwas fragen? Nee. Tatsächlich geht es immer noch um Sperma. Wir kommen von dem Thema einfach nicht weg. Man könnte sagen, das Thema ist an uns kleben geblieben. Ja, mit dem Chlor drin ist wahrscheinlich Schwachsinn, aber stell dir mal vor, du hast da tatsächlich so einen Jizz-Casher-Einsatzproblematik. Und wir wissen ja alle, das ist kein Spaß. Spermien können ja bis zu, ich glaube, 6 Stunden oder so einfach überleben, auch außerhalb ihrer Komfortzone. Wie viele Leute potenziell sind schwanger geworden. Ich glaube, bei dem geklorten Wasser. Durch das geklorte Wasser halt gar nicht. Ja. Das war halt Quatsch. Ich weiß gar nicht, ob das im Wasser überhaupt funktionieren würde. Ich glaube nämlich fast nein. Hey, du, ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine theoretische Chance, wenn man ganz nah aneinander ist oder so. Vielleicht kann es sein, I don't know. Es gibt so eine prozentuale Chance vielleicht, aber ich glaube, die ist nicht. Ich glaube, ich habe das mal gegoogelt. Ich glaube, das geht nicht. Weiß nicht. Ich hey, im muss Wasser, das nope. Mal also, für so ein, ja. So ein Projekt oder so googeln. Deswegen. Ja, ich verstehe. Ja, ist klar. Ich verstehe. Ich glaube, es geht nicht. Freundin. Ja. Genau. Es hat auf gar keinen Fall irgendwas mit irgendwelchen Unfällen zu tun. Ja. Nein. Also ich glaube, es funktioniert nicht. Nee, okay.
Zur Kontrolle prüft Köppen Chlorgehalt und pH-Wert mit Hilfe einer Wasserprobe, die er mit Chemikalien anreichert und einem Photometer auswertet. Die manuell gemessenen Werte gleicht er dann mit der automatischen Messung ab. Alles in Ordnung. Einfach weil er schon so lange da ist, macht er auch nur. Ja. Ja. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. pH-Wert im grünen Bereich und Chlorwert auch im grünen Bereich. Währenddessen nice. Im Wellenbad. Einsatzbesprechung mit dem Veranstaltungsteam. Hier soll gleich eine Bühne entstehen. Mittelpunkt der karibischen Nacht, die morgen hier startet. Auf die Techniker wartet eine knifflige Aufgabe. Ihr wisst Bescheid, wir haben noch Gästebetrieb momentan. Wir müssen halt aufpassen, dass wir jetzt hier mit den Gästen nicht in Konflikt. Jemand im Chat hat geschrieben, pH steht übrigens für Pro-Hoden. Konflikte reden und dass wir die jetzt nicht im Bali-Betrieb möglichst stören. Ja. Aber dann würde ich sagen, können wir loslegen, oder? Alles klar, legen wir los. Gut, danke und auf geht's. Zwei LKW-Ladungen voller Bühnentechnik stehen bereit. Die Herkulesaufgabe, alles so aufzubauen, dass sich kein Badegast verletzt und alle Füße heil bleiben. Die Techniker müssen einerseits vorsichtig sein, sich andererseits aber auch ranhalten. Wir müssen ab 22 Uhr fast die Nachtruhe einhalten, ne? Weil wenn unsere Gäste hier über Nacht nicht schlafen können, dann haben wir auch wieder das Problem. Ich wollte gerade sagen, es ist Flo's Erzfeind. Einhalten! Oh. Zunächst kommt Licht- und Tontechnik zum Bühnenbereich. Sie wird vorerst am Rand geparkt, denn als nächstes entsteht hier ein Gerüst. Es besteht aus solchen Stahlelementen. Die Monteure bauen sie zu einer Art Traverse zusammen. Ist aber schon funny, die ganze Zeit zu arbeiten, während der Leute so im Badeanzug rumlaufen. Mit solchen Hubkränen wird später ein Querbalken auf die Träger gehoben. Es ist so, dass das jetzt dann, das wird da drauf gehoben und dann fährst du das hoch. Genau, und dann kommen die Füße unten hin und dann fährst du darüber, weil da kommt es im Endeffekt hin. Okay, cool. Die gesamte Traverse ist 8 Meter breit und wird 4,5 Meter hoch. Mhm. Hat man nie gesehen, wie sowas aufgebaut wird. Sie dient als Vorrichtung für eine Plane, die als Bühnenrückwand gedacht ist. Alles klar. Oh, das Bild auch sehr schön. Jetzt wird's hier aber erotisch. Jetzt soll die gesamte Konstruktion nach oben. Damit nichts verkantet, müssen die Monteure synchron arbeiten. Mucke wieder. So ist thriving. Hinter der Bühne entstehen Umkleiden und Showräume für Bademoden. Als Begrenzung sollen Stangen dienen, zwischen die Tücher gespannt werden. Richtig abenteuerliche Musik. Ja, ist die Abspannmucke zu unserem Film. Ja, lass mir die Decke ganz. Und den Sprengler fallen. Ja, gut. Ich komme nicht weiter rein und ich komme auch nicht quasi weiter hoch. Ich müsste aber nicht weiter hoch. Ja, genau, du müsstest ja die Stufe noch hoch. Ich muss eine Stufe noch hoch. Beim Messen hat sich wahrscheinlich keiner, sagen wir mal, irgendjemand, der diese Stange, sagen wir mal, bei uns im System so angelegt hat mit der Länge, hat quasi einfach die falsche Länge da angegeben. Hat keiner nachkontrolliert und deswegen hilft nichts. Im Keller und abschneiden. Nur im Keller darf man hier Krach machen. Was noch nicht passt, wollen die Veranstaltungstechniker schnell noch passend machen. Und dann der nächste Versuch. Langsam. Vorsicht, die Decke. Komisch, dreimal was abgesägt, immer noch zu kurz. Ja, sieht doch besser aus. Guck mal. Na, reicht doch. Einwandfrei. Sieht gut aus. Der Aufbau kann endlich starten. Wo kommen die hin? Da hinten, weil da liegen schon drei. Ich sage einfach mal so. Mittlerweile ist es Mitternacht. Nur noch das Eventteam ist jetzt noch in der Therme. Die Stangen bilden auf das Gerüst für den Umkleidebereich einer Modenschau. Als Sichtschutz dient ein samtähnlicher Vorhang. Ja, Samt ist nicht. Es ist ein Revierer, also ein Sichtschutz. Ein schwer entflammbarer Stoff. Ah. Übrigens, spannender Kommentar gerade bei uns in den Live-Kommentaren. Jemand hat gesagt, du hast keine Funken gesehen beim Sägen, also muss es Alu sein. Bühne und Backstage-Bereich sind fertig. Spannend. Zur karibischen Nacht machen sich nun 12 Amateur-Models startklar. Wusste ich auch nicht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, same. Letzte Instruktionen von Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals schon mal Aluminium gesägt habe oder geflext habe. Weiß ich auch nicht. Nee. So beginnen wir. Gebohrt, ja. Und immer in Zweierkolonnen raus. Ja, das hört auf jeden.
dann eben nach vorne, wenn der Beat einsetzt, vier praktisch stehen bleiben, über die linke Schulter zurück und wieder vier Takte und wieder umdrehen. Also letzte Formationsübung vor dem Auftritt. Die Models sollen bei 34 Grad Bademoden präsentieren. Die Schuhe das sind jetzt aber auch alles Profis, oder? Eine Herausforderung. Nee, Amateur-Models hat er ja, haben die gesagt. Ich habe jetzt eher ein bisschen Angst mit auf der Bühne, nicht, dass da Wasser hinkommt, nicht, dass rutschig ist. Ja, aber Amateur-Model heißt ja auch, du machst das halt, also dann einfach nicht hauptberuflich. Familie Bungert bekommt von den Vorbereitungen nur wenig mit. Die werden ja trotzdem irgendwie bei so einer Agentur oder bei so einer Kartei angefragt haben, ja. Behaupte ich mal. Ich wusste jetzt nicht, ob das vielleicht so ein Wettbewerb ist, wo jetzt irgendwelche Badegäste dann irgendwie sich anmelden konnten. Da geht es ja um die Bademode und nicht um die Miss Hallenbad 2012 oder so. Ah. Oh, aber ich finde immer so Shows, wir waren in der Türkei und dann kommst du abends zu so einer Show und das Erste, was die machen, versuchen irgendeinen Scheiß zu verkaufen. Ja. Das ist echt cool. Kaffeefahrt, Alter? Ja, klingt nein, so. Nein, das war ein ganz normales Hotel und dann kamen die und wollten Lederjacken verkaufen. Also Kaffeefahrt, lol. Ja, so irgendwie eine in dem Dreh. Heizdecke. Ja, ja, genau. Das war sehr unangenehm. Das hat die Show so ein bisschen gedrosselt. Ja. Aber wir gucken mal, was Familie Bunga Bunga jetzt macht. Hier ist der letzte Abend angebrochen. Morgen früh geht es zurück ins heimische Bonn. Du kannst es nicht an einem Tag schaffen, wahrscheinlich auch nicht in zweien. Ist aber auch nicht so tragisch. Du kannst hier machen, was du willst. Du findest hier definitiv deine Nische, dich zu entspannen. Das ein oder andere war super toll. Wieder anderes, ja, bin ich halt nicht so eingestellt vielleicht. Ja, und ansonsten halt die freie Zeit, die man ohne die Eltern hatte, ne? Ist halt auch immer schön. Schwimmen war auch toll. Und rutschen, ja. Herzlich willkommen. Und die Zeit mit Tobias, ne? Und der Vater und die Mutter gleich, wer Tobias, wer ist Tobias? Die sah schon ein bisschen verliebt aus. Die einen reisen ab, für die anderen geht die Party jetzt richtig los. An lol, diesen Alter, Bananen darf sich das Publikum sich noch festklammern, wenn 12 Badenixen die neueste Schwimmmode präsentieren. Die karibische Nacht ist ein Dauer... Hatten die nicht alle den gleichen Bikini an? Mir war so, okay. So ungefähr. Also die waren auf jeden Fall alle pink. Ja, neueste Bademode, okay. Brenner im Veranstaltungsprogramm. Sie findet bis zu dreimal im Jahr statt. Ein Symbol des Wandels vom Gesundheitsbad zum Freizeitvergnügen im Cluburlaub-Ambiente. Und? Flo? Ja? Guck mal, ich sehe da unten links schon potenziell nächste. Ein Ferien... Oder ich sehe da alles. Ein Ferienpark Reise entsteht. Alter, Reise zum Schwarzen Loch, ein Ferienpark entsteht. AIDA Prima Jungfernfahrt, Generalprobe für Kreuzfahrtschiff und die Edeltuner aus dem Ruhrgebiet. Da habe ich richtig Bock auf alles, ne? Aber hallo, Freunde, das war mal wieder Unterhaltung in Spielfilmlänge, wie wir es sagen. Alter. Wir bedanken uns bei Alexa, die uns heute tatkräftig unterstützt hat. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht. Ja, war super. Hat mega. Echt Spaß gemacht. Dankeschön für ja, die Einladung. Das klang gar nicht ironisch. Nee, also, es war auch nicht aufgeschrieben. Jetzt steht fest, wir haben sie gezwungen, aber wir haben ja auch versprochen zu erwähnen, dass ihr einfach nur nach Hallo Alexa suchen müsst. Und zwar unter anderem auf Instagram, vor allem aber auf Twitch. Fantastische Streamerin. Und Dankeschön. Von daher ganz viel Spaß. Auch da... Jetzt gibt es allerdings von uns erstmal noch ein Video, also bis gleich. Ja, ich kann euch da euch empfehlen. Ja, wir haben uns nämlich, wenn ihr jetzt Bock habt auf hier so Jungfernfahrt und Kreuzfahrtschiff, da haben wir uns ein geiles Video angeschaut, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Mega-Video, meinst du? Mega! Gönnt euch das auf jeden Fall, ist fantastisch. Bis später.